Hello, this is international football commentator Derek Ray, and what a great pleasure it is to be listening to Trotzdem hier, everything you need to know about FC. Rot und Weiß tragen wir auf der Brust. Am Geistbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn ob Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt es Telefon. Hamburg, Hattingen und Blockhus rufen Köln-Müngersdorf. Wir begrüßen euch zur großen Saisonvorschau der Saison 2024-25, die Zweitligasaison des 1. FC Köln. Und ich bin hier in Blockhus in Norddänemark im Peter-Matzens-Way und rufe Hamburg, keine Ahnung, was das für ein Way ist. Hallo Hamburg, hallo Raik. Ja, ein Way ist es nicht, aber es ist der Kiez. Moin zusammen und schön da zu sein. Ja, schön, herzliche, dass du auch Grüße dabei nach Dänemark. Bist. Ja, vielen Dank. Ich habe ja eben im Vorgespräch schon gesagt, der Peter-Matzens-Way ist direkt die Parallelstraße, ist der Solbakken-Way. Also ich habe hier echt leichte FC-Vibes. FC-Vibes haben wir auch in Hattingen, glaube ich, oder Marco? Ja, guten Morgen miteinander. Ja, freue ich mich, dass wir mal wieder langsam miteinander podcasten. Die fußballlose Zeit oder FC-lose Zeit hat endlich ein Ende gefunden. Er hat guten Morgen gesagt. Ja. Wahrscheinlich sitzt er jetzt gerade in Thailand irgendwie rum auf unsere Kosten, hat die gesamte Saison schnell auf den Kopf gehauen. Und bei ihm ist es morgens um 9. Ich würde auch gerade sagen, was hat er? Entweder hat er das Moin nicht verstanden oder hat sonst irgendwelche Probleme. Ich hab, für mich ist gefühlt schon wieder morgen, weil ich habe vorhin beim Kinder ins Bett bringen ein kurzes Nickerchen gemacht. Also, Powernap. Ich weiß auch, was du jetzt hier während der Aufnahme trinkst, und da stelle ich mir gerade ganz, ganz, ganz böse die Frage, wieso kommst du dabei auf Guten Morgen? Ja, ist immer so. Ist immer so. Ich kann das ja mal öffnen für euch. Oh ja. Ich hoffe, man hat es gehört. Also ein Flens war das nicht. Nee. Fiege, aber ähnlicher Verschluss. Ein gutes Fiege, hervorragend, sehr schön. Immer gern genommen in Bochum. Aus Plastikflaschen. Ja, aus Plastikbechern. Nee, an der Aral-Tanke. Ja, ich weiß. Ich merke, ihr habt von Alkohol mehr Ahnung als ich. Ja, leider fahren wir ja dieses Jahr nicht nach Bochum. Aber na, vielleicht im Pokal, gucken wir mal. Ja, müssen wir erstmal die erste Runde überstehen. Aber bevor wir in die erste Runde kommen, die Auslosung war ja auch irgendwann im Sommer, haben wir uns überlegt gehabt, wir machen das wieder so wie letzte Saison. Wir haben sehr viel tolles Feedback von euch Zuhörenden draußen an den Endgeräten bekommen, dass wir die Timeline, wann ist was passiert im Sommer, durchgesprochen haben. Das kam sehr gut bei euch an und haben wir gesagt, never change a running system, und haben wieder die Timeline des Sommers aufgebaut, um euch mal mit an die Hand zu nehmen und durchzugehen, was ist denn alles so in der Sommerpause passiert. Wir haben heute den Montag vor dem ersten Saisonspiel gegen den HSV. Das heißt, in 5 Tagen geht's los. Und in der Zeit ist einiges passiert. Und die Timeline haben wir uns überlegt, die starten wir einfach mal Anfang Juni. Und da ging es dann los, dass der FC direkt zu Beginn bekannt gegeben hat, dass Jan-Uwe Thielmann trotz Ausstiegsklausel seinen Vertrag beim FC verlängert hat. Und einen Tag später hat Erik Martel auch trotz Ausstiegsklausel seinen Vertrag beim FC verlängert. Und noch 3 weitere Tage später hat Hübers seinen Vertrag beim FC verlängert. Und das waren für mich persönlich sehr positive Nachrichten. Und ich glaube, Raik, du hast auch das ein oder andere Kölsch darauf aufgemacht, dass die Jungs beim FC bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Also bei Jan-Uwe hat es mich tatsächlich nicht so sehr überrascht, wie es, ich glaube, uns alle bei Erik Martel und Timo Hübers überrascht hat. Jan-Uwe hat sich aber dann auch direkt, danke nochmal für den Leak, Dennis, beim letzten Mal, ne, hat es direkt auf mein bestelltes Trikot geschafft für diese Saison, als Flock hinten drauf. Da hatte ich tatsächlich schon mitgerechnet, weil da war ja so der Punkt, dass man gesagt hat, der, da hat man das Gefühl, der ist wirklich mit der Stadt verbunden, mit dem Verein verbunden und der wollte da auch ein bisschen Zeichen mitsetzen. Das Zeichen, was meine ich, Marc Uth hatte ja vorher schon seine Verlängerung bekannt gegeben, das war ja so ein bisschen, naja, er hat halt nicht so diesen Faktor gespielt in der Saison davor, aber Jan-Uwe war dann schon ein Statement, wo ich mich echt drüber gefreut habe, was ich aber auch ein bisschen erwartet hatte. Bei Erik Martel und vor allen Dingen bei Timo Hübers war es schon aus meiner Sicht, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber war schon sehr, sehr überraschend, weil bei Erik Martel bin ich davon ausgegangen, dass es da durchaus den einen oder anderen gibt, der einen Blick auf ihn geworfen hat. Und bei Timo Hübers würde das ja schon durchaus kolportiert, dass es da Angebote aus England gegeben haben soll, angeblich auch aus der Premier League, aber zumindest mal aus der Championship. Und da war ja eher so der Punkt, wo man so sagt, hätte man vielleicht auch verstehen können, wenn er diese Chance jetzt ergriffen hätte und dass dann auch tatsächlich einer bereit wäre, sowohl bei Martel als auch bei Hübers die Ausstiegsklauseln zu zahlen. Aber hey, lucky us. Also ich finde es sehr, 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 sehr gut, dass wir da diese Konstanz drin haben, gerade mit dieser Malesse, die wir noch mit der Transfersperre haben, war das ein super gutes Zeichen. Also ich bin gerade in den Tagen, nachdem, glaube ich, alle nach dem Saisonverlauf davor ja schon, sagen wir mal, dezent frustriert waren und dazu auch noch schon Szenarien gemalt haben, wie wir werden jetzt mal direkt in die dritte Liga durchgereicht, bin ich da mit jeder einzelnen Verlängerung, mit jeder einzelnen Vertragsverlängerung deutlich optimistischer geworden. Aber ich glaube, da kommen wir ja dann später nochmal in der Saisonprognose drauf, wo wir den FC dann später mal einordnen. Aber geile Zeichen. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und da ist auch Perspektive drin, glaube ich, in den Sachen, die alle drei dort gemacht haben. Ja, ich glaube, das sind halt auch drei Spieler, die letztes Jahr die waren Stammspieler, ich sag mal, bis auf Jan-Uwe Thielmann vielleicht, der nicht kein klassischer Stammspieler war, aber tatsächlich, wobei doch klar, ich glaube, immer wenn er fit war, hat er, glaube ich, auch gespielt. Wenn er fit war, schon, ne? Ja. Also, ne, und ich, gerade bei Hübers, das hätte ja böse ausgehen können, also, ne, Luca Kilian ist ja immer noch nicht so hundertprozentig fit und Den werden wir wahrscheinlich auch erst wirklich wieder in Action Mitte der Hinrunde, vielleicht sogar der Rückrunde sehen. Ne? Genau, und deswegen, ich meine, da haben wir ja auch schon mal, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir es offiziell gemacht haben oder während unserer Saisonrückblick-Folge und da einfach gesagt haben, Mensch, dann spielst du irgendwie mit Dominik Heinz und Batatu Kanda. Stamm. Ja, war schon nicht so geil, ne? Als dann klar war, dass der Türsteher Jeff dann geht, dann war schon so ein bisschen so die Angst, ne? Ja. Was hast du da auf einmal für eine Innenverteidigung? Ja. Aber glaubt ihr beiden denn, dass Hübers beim FC aus Überzeugung geblieben ist oder ist da auch sind auch Vibes dabei, dass er kein Angebot von einem Verein bekommen hat, was er sich vorgestellt hat? Ich glaube tatsächlich, dass da kommen wir ja noch mal dann später beim Punkt Mannschaftsrat, Kapitänsentscheidung ja zu. Ich glaube, dass er da sicherlich schon frühzeitig offensichtlich aus dem ganzen Management heraus, aus dem Team heraus schon Zeichen bekommen hat. Wir sehen dich als eine ganz, ganz wesentliche Stütze an und das wollen wir auch manifestieren. Ich glaube, dass diese Entscheidung, dass er Mannschaftskapitän wird, schon sehr, sehr viel früher passiert ist, als sie tatsächlich kommuniziert wurde und dass da dem neuen Trainer dann halt einfach diese Funktion überlassen wurde, das zu machen. Ich glaube, das hat viel mit Überzeugungsarbeit zu tun gehabt. Aber der Trainer war auch das Thema, dass er sich Premier League gewünscht hat und es dann nur Championship gewesen ist, die was angeboten haben. Ne? Der Trainer war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht verpflichtet. Das kommt ja erst paar Tage später in der Timeline. Also ich freue mich natürlich riesig, dass er bleibt und finde es auch die richtige Entscheidung mit der Kapitänsbinde jetzt bei ihm. Aber als er damals verlängert hat, die ganzen
Geschichten und Gerüchte drumherum haben mich dann bei der Verlängerung doch wieder ein bisschen zweifeln lassen. Wie kommt dann jetzt doch der Umkehrschluss, dass er beim FC bleibt? Ich glaube, das ist ja immer ein Ding aus vielen Einzelteilen. Also vielleicht hat er nicht das hundertprozentige Angebot bekommen. Also der FC zahlt ja auch nicht nur ein Butterbrot. Das darf man jetzt, glaube ich, auch nicht vergessen. Also der FC zahlt wahrscheinlich jetzt auch ein okayes Geld. Und ich glaube auch, dass es für Timo Hübers aktuell auch darum geht, weiter Stammspieler zu sein. Und wenn du dann auch eine Führungsrolle übernehmen willst, kannst du das sicherlich beim FC jetzt besser machen als bei einem Verein, wo du nicht weißt, in welche Hierarchie du kommst. Also ich glaube auch, der fühlt sich in Köln wohl. Ich glaube, das ist schon nicht unwichtig. Ich meine, das ist ja auch ein Spieler, der spielt jetzt mittlerweile die vierte Saison? Bei uns? Ja. Ja. Dritte oder vierte, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich mein, ist er damals aus, wo ist er her? Aus Hannover. Hannover, gekommen, ne? Genau. Mhm, ja. Aber der hat ja auch davor schon mal beim FC gespielt, also in der Jugend. Aber ich glaube schon, dass das schon damit reinspielt, dass du eine Stadt hast, in der sich die Leute wohlfühlen. Weil wenn du jetzt irgendwie in Hoffenheim oder so. Ach so. Ne? Oder, da wäre ich lieber in Leeds als in Hoffenheim, aber ja. Hoffenheim hauen wir ja gerade alle reihenweise ab. Genau. Ja, genau. Aber vielleicht hat das damit auch durchaus zu tun, dass du eine Stadt hast, wo die Spieler sich halt wohlfühlen, wo du eine gute Atmosphäre im Verein hast. Und vielleicht spielt das aber auch rein, dass du halt diese Saison, also dass du so nicht gehen möchtest. Ja. Also nicht, dass du doch dich verantwortlich dafür fühlst, wie das letztes Jahr gelaufen ist, und dann sagst, ey, ja komm, ich zieh doch mit dran, dass es irgendwie wieder erfolgreich wird. Ich habe gerade mal parallel eine App nochmal aufgemacht, als die Vertragsverlängerung bekannt gegeben wurde, und da sagt Christian Keller dann auch, Timo, also neben dem Eckpfeiler unserer Mannschaft, bla bla bla, Timo hat für sich zudem den Anspruch, zukünftig noch mehr Verantwortung zu übernehmen und noch mehr voranzugehen. Das passt ja so ein bisschen auch in die Richtung rein, was ihr beide da gerade auch gesagt habt, dass man da schon vorab gesagt hat, ihm auch signalisiert hat, dass er Chancen hat, nicht nur in den Mannschaftsrat reinzukommen oder stellvertretender Captain zu sein. Ja, und zumal er ja auch, das ist ja auch schon immer in der ganzen Zeit schon bekannt geworden, ja auch einer ist, der auch ein bisschen über den Tellerrand drüber wegschaut und ja parallel noch irgendwie studiert hat, das glaube ich auch abgeschlossen hat, und da durchaus schon auch in Interviews damit aufgefallen ist, dass der schon sehr reflektiert ist. Insofern kann das auch durchaus eine Rolle spielen, was du gerade gesagt hast, Marco, dass er dann auch so ein bisschen Jonas Hector-Style, ne? Das ist so ein bisschen, ich fühle mich ja jetzt auch dafür verantwortlich, und die Saison ist halt scheiße gelaufen, obwohl ich mich da reingehauen habe, und ich will das auch mit reparieren. Also ich glaube, ist wahrscheinlich ein Mix aus allen vier Sachen. Das Angebot von woanders hat nicht gestimmt. Der FC hat sich so weit gestreckt, wie er kann, und hat ihm auch gesagt, hör mal zu, du kannst hier auch noch ein bisschen mehr Führungsposition übernehmen und genau das machen, was du dir vorstellst. Und dann halt einfach auch so das eigene Gefühl dann irgendwie zu sagen, Mensch, so will ich jetzt hier auch nicht gehen, weil wir haben ihn ja auch an vielen Punkten unterstützt, wo er auch mal längere Verletzungen hatte, wo es bei ihm auch mal zwischenzeitlich formtechnisch nicht so richtig gut gelaufen ist. Insofern ist es wahrscheinlich eine Melange aus allen Sachen zusammen. Eine Melange, Verletzung, Kapitän, da waren jetzt ganz viele potenzielle Übergänge. Mhm. Denn wir hatten ja auch einen EM-Teilnehmer in unseren Reihen. Auch wenn er keine Minute gespielt hat, ist er trotzdem bei der EM dabei gewesen. Florian Kainz. Und auch Florian Kainz hat bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag beim FC verlängert hat. Und zum damaligen Zeitpunkt, da war ja auch immer die große Frage, bleibt Kainz, geht Kainz, wie sieht es aus? Und hat mich auch wiederum sehr gefreut, dass er dem FC treu geblieben ist und auch mit dem FC in die zweite Liga geht. Ja. Ich glaube auch ein unfassbar starker Post, den er da abgesetzt hat, bezüglich, dass Florian Kainz jetzt Kapitän ist.
Also, ne, dass er sagt, ich bedanke mich für die Zeit als Kapitän. Das Timo Hübers jetzt Kapitän ist. Timo Hübers, meinst du? Der Timo Hübers ja. Kapitän ist, genau. Ja. Und ich glaube auch, dass das für Florian Kainz eher positiv ist als negativ ist. Weil aber erinnert ihr euch noch an die Diskussion letztes, haben wir ja in der letzten Saison schon geführt, ne? Und ich glaube auch sogar mehrfach in der Saison geführt, dass wir immer schon so ein bisschen auch das Gefühl hatten, dass Florian Kainz sich zwar der Verantwortung bewusst war und das auch aus Verantwortungsbewusstsein gemacht hat, aber nie irgendwie so beide hart. Also nie so wirklich, dass er es angestrebt hätte. Ne? Das war so ein bisschen das Gefühl, muss ich jetzt machen, weil ich einer der dienstältesten Spieler bin und mit am längsten dabei bin. Aber so richtig gefühlt hat man es tatsächlich nicht, dass er es wollte. Also war ja schon immer mein Gefühl. Das ist eigentlich so, dass es eigentlich nicht zu seiner Art passt. Und das ist überhaupt gar kein Vorwurf, ganz im Gegenteil. Sondern dass er das trotzdem gemacht hat, obwohl es ihm eigentlich nicht so gepasst hat. Und das war ja ein Stück weit bei Jonas Hector ja in der Anfangsphase auch, als er Kapitän geworden ist. Ne? Dass er einfach so gesagt hat, boah, ist eigentlich nicht so mein Ding, da immer vorne zu stehen und der Hauptansprechpartner zu sein. Ich möchte lieber im Stillen irgendwie führen. Dafür brauche ich diese Mannschaftskapitänsrolle nicht. Und ja, das konnte er natürlich mit dem Post dann auch gut ein bisschen regulieren, ne? Und ein bisschen einordnen für sich. Ich kann das echt nicht sagen. Ich habe mir die Frage ein paar Mal gestellt. Auf der einen Seite stimmt es, was du sagst, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch für jeden Spieler, das sind ja alles, egal in welchem Verein, wenn du in der ersten, zweiten oder dritten Fußball-Bundesliga spielst, da kannst du Fußball spielen und wenn du dann ein gewisses Alter und eine gewisse Erfahrung hast, dann ist es auch eine Ehre für dich, die Binde zu tragen. Ne? Und ich glaube nicht, dass es da Spieler gibt, die sagen, das ist mir zu viel Verantwortung. Also ich kann es mir nicht vorstellen, jetzt bin ich aber auch eine Rampensau, die damit keine Probleme hat. Vielleicht tickt er von seinem Charakterwesen her ein bisschen anders. Also ich bin da total ambivalent. Deswegen kann ich deine Frage jetzt gar nicht beantworten. Ja, aber Jonas hat es ja tatsächlich auch so gesagt. Ne? In diesem Interview, was er dann, dieses eine große Interview, was er dann nach seinem Karriereende im Kicker da gemacht hat, da hat er das ja auch durchaus so durchscheinen lassen, dass er gesagt hat, ja, ich war mir zwar meiner Verantwortung bewusst, dass wenn das an mich herangetragen wird, dieses Thema, dass ich da eigentlich nicht ablehnen kann, aber ich glaube, wenn die alle in die Reihe gestellt hätten und gefragt hätten, hier, jetzt hebt mal die Hand, wer Kapitän machen will, ich glaube nicht, dass Jonas sich gemeldet hätte und ich glaube auch nicht, dass Flo Kainz sich zwangsläufig gemeldet hätte. Er hätte auch gesagt so, ja, ich schwimme da gut mit und ich übernehme da auch Verantwortung, aber ich muss jetzt nicht der in der ersten Reihe sein. Aber ich glaube auch, das ist so ein in sich wachsender Prozess, weil er war ja, bevor er Kapitän geworden ist, war er ja im Mannschaftsrat auch mit drin. Das heißt, er hat ja da auch schon Verantwortung gehabt. Und insofern glaube ich schon, dass das eine mit dem anderen Prozesse sind, die da so eine Mannschaft auch mit sich trägt, ne? Also und die Spieler dadurch ja auch daran auch wachsen. Also keine Ahnung. Und dann machen wir jetzt einen ganz großen zeitlichen Sprung erstmal, bevor wir gleich wieder in die genauen Termine zurückspringen. Glaube ja auch, dass die Sprunggelenksverletzung, die Florian Kainz sich ja zugezogen hat, jetzt am 21.07. Auch damit einen Teil zu beiträgt, weil er fällt ja jetzt ein paar Monate aus und drei oder vier Tage später wurde ja dann offiziell auch bekannt gegeben, dass Hübers Kapitän vom FC sein wird. Meint ihr, das könnte auch irgendwie noch einen Ausschlag mitgegeben haben, dass die Sprunggelenksverletzung von Florian Kainz? Dass deswegen kurz danach die Meldung von mit Hübers kam. Das, ne? Genau, dass Hübers dann gesagt, dass dann heißt, okay, Kainz fällt ja sowieso ein paar Wochen aus, wir wollten Hübers zum Captain machen und das machen wir jetzt so oder so, machen wir jetzt so und begründen das dann auch noch damit oder vielleicht, dass noch eine Stärkung war von FC-Seite. Sinn macht's sowieso ja deswegen, weil wir diese Regelung aus der EEM ja jetzt auch relativ schnell beziehungsweise zum Start der Saison implementieren, dass nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter irgendwie diskutieren soll auf dem Feld, dann sollte ich auch schon einen Kapitän haben, der das benannt ist und dann auf dem Feld ist und nicht die ganze Zeit als Vertreter nur hin und her läuft. Ich meine, klar hätte man jetzt trotzdem Flo Kainz trotz der Verletzung als Kapitän belassen können und hätte sagen können, okay, dann übernimmt der Stellvertreter und dann wäre Hübers der Stellvertreter, aber das stärkt natürlich vielleicht auch ein bisschen die Position irgendwo, ne, wenn es dann tatsächlich bist. Was ist eigentlich, wenn jetzt
Schwäbe weiter die Nummer 1 wäre und Kapitän geworden wäre, hätte der dann bei jeder Unterbrechung übers halbe Feld laufen müssen, um mit Schiri zu reden, oder wie ist das geregelt? Weiß das einer von euch? Nee, ich glaube, wenn du, das hatten die doch, glaube ich, auch, wenn der Torwart Kapitän ist, dann kann die Mannschaft, glaube ich, vorher jemanden benennen als Ansprechpartner, Schiedsrichter dann entsprechend in der Nähe ist. Das war, glaube ich, so eine Sonderregelung irgendwie, aber das wird im Wesentlichen, also wenn diese Regelung sich jetzt wirklich etabliert, wird das im Wesentlichen dazu führen, dass kein einziger Torwart mehr Kapitän sein wird in seiner Mannschaft. Ja, ich glaube ja. Das ist ja sonst ein komisches Harakiri. Oder, nur noch Torhüter, dass dann halt zwei Spieler auf den Schiedsrichter zurennen können. Genau, und die sich immer vorher, damit die auch ihre Kilometer machen mit ihren Laufbändern. Damit es auch viele gelbe Karten kommt, Vorblick auf die Saisonspende. Genau. Okay, komm, gehen wir nochmal zurück in den zeitlichen Ablauf. Wir waren jetzt gerade schon so ein bisschen 5., 6., 6., 6., 9., 6. gesprungen. Am 6.6. gab es aber auch noch eine ganz tolle Sache. Und ich hoffe, alle da draußen, die uns hier hören, haben da fleißig auch mit abgestimmt. Denn Max Finkräfe wurde für den Golden Boy Award nominiert. Wer von euch kann denn jetzt unseren Zuhörern mal erklären, was der Golden Boy Award ist? Ich weiß, was das grob ist, aber das ist doch irgendwie Wahl von der UEFA, meine ich, ne? Europaweit der beste Jugendspieler, der sich irgendwie hervorgetan hat, oder? Oder ist das FIFA? Ich weiß nicht. Nee, genau. Ist tatsächlich von der Zeitschrift Tuttospor, der italienischen Fußballzeitschrift, ins Leben gerufen. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, ob das mit dem weil der Golden Boy wird ja, glaube ich, auch hier bei der WM für den besten Nachwuchsspieler. Das hat damit aber erstmal gar nichts zu tun, außer der Namensgleichheit. Ja. Also Tuttospor schlägt, glaube ich, in der ersten Runde irgendwie 50. Und diese Runde, also man kann dann dementsprechend abstimmen für seinen Lieblingsspieler. Und diese Runde wird immer verkleinert und dann wird am Ende daraus der Jugendspieler der Saison sozusagen gekürt. Ja, und die italienischen Medien waren schon ziemlich abgefuckt, dass Max Finkräfe diese erste Runde Erdrutschsiegartig gewonnen hat. Da hat die erste FC Köln Bubble. Ah, es steht übrigens, ich habe gerade den aktuellen Stand hier. Golden Boy es gab 156.846 Stimmen. Jetzt schätzt mal, wie viel Prozent auf Max Finkräfe gelandet sind. Wahrscheinlich 26%. Ich hätte jetzt 33 gesagt. 53,3%. Sehr gut. Auf den folgenden Plätzen Moukoko vom BVB mit 13,6% und dahinter mit 10,8% Lamine Yamal. Also hier von wegen Europameister am Arsch. Ja. Du musst beim 1. FC Köln spielen. Also 53,3%. Wenn du den Golden Boy Award gewinnen willst, komm zum 1. FC Köln. Offensichtlich. Ja, wobei das wird ja auch wieder so gefaked werden. Also ich meine, war nicht Thielmann vor 2 Jahren oder sowas da auch mal drin? Ein oder zwei Jahre? Ja. Da war es ja auch in der ersten Runde, hat er da ja auch erdrutschartig gewonnen. Und dann haben sie nachher irgendwelche anderen Bubbles irgendwie aktiviert und dann, ich weiß gar nicht mehr, wer nachher gewonnen hat oder so, aber ich musste auch gerade ein bisschen schmunzeln. 53. Sehr gut. Ja, sehr schön. Also, ja. Also wenn nichts mehr beim FC funktioniert, aber die FC Twitter Blue Sky Abstimmungsbubble, die funktioniert tatsächlich immer. Letztes Jahr hat übrigens Jude Bellingham das Ding gewonnen. Ja, ist auch ungefähr eine Stufe wie Max Finkräfe, oder? Ja. Die haben doch schon gegeneinander gespielt, oder nicht? Ja, klar. Ja. Ja. Gut, warten wir mal ab, wie lange Finkräfe noch dabei bleibt. Ja. Aber egal, ich finde es halt immer wieder schön, wenn bei so einem international renommierten Preis FC-Jugendspieler auch mit dabei sind. Klar wissen wir alle, wie Abstimmungen spätestens seitdem Lukas Podolski bei den Todesmonatsabstimmungen immer erdrutschartig gewonnen hat, wissen wir, wie sowas funktioniert. Aber ich finde es toll, das Zeichen an die FC-Jugend, dass da halt Spieler bei so renommierten Preisen dann auch immer noch mit benannt und nominiert werden. Es wird gesehen, genau. Definitiv, definitiv. Gesehen wird auch oder wurde auch einen Tag später, dass der FC U17 Weltmeister in seinen Reihen hat und mit Faisal Haschaoui, oder spreche ich das bitte richtig aus, wenn ich es falsch ausgesprochen habe? Haschaoui. Den Vertrag auch verlängert hat.
Defensiver Mittelfeldspieler und U17-Weltmeister. Ähnlich auch wie 3 Tage später oder 4 Tage später am 11.06. mit Julian Pauli den Vertrag verlängert hat. Der FC setzt jetzt mehr denn je auf die Jugend, zum einen durch das FIFA-Urteil, zum anderen natürlich auch durch den Weggang von Steffen Baumgart kriegt die Jugend wieder eine Chance. Wie seht ihr die beiden Personalien? Potenzial für einen Stammplatz schon vorhanden? Ergänzungsspieler oder eher mal nur in der zweiten Reihe parken? Ich meine, Julia Pauli hat ja jetzt in den Vorbereitungsspielen, ich meine, in 4 Vorbereitungsspielen war er. Ich hier eine Spannungskurve auf und du machst mit dem ersten Satz die kaputt. Natürlich. Komplett. Super. Die Spannungskurve habe ich ja noch weitergebaut. Lass mal nachher auf unsere Startaufstellung gucken für das Spiel gegen den HSV. Ne? Also das hat Julian Pauli ja schon, da hat er sich ja schon gut gezeigt. Also da sehe ich durchaus Potenzial. Beim Faisal, da habe ich noch nicht so richtig ein Gefühl dafür. Den habe ich zu wenig da irgendwie gesehen. Ist Faisal mit ins Trainingslager gefahren? Wisst ihr das aus dem Kopf? Ja. Ja, war mit dabei? Ja, okay. War mit im Trainingslager. Gut, das war natürlich auch noch, da waren ja natürlich auch ein paar Leute, die noch verletzt irgendwie rausgefallen sind und da war natürlich ein bisschen mehr Potenzial. Ja, immer ein gutes Zeichen, klar. Ja, ich glaube, ob jetzt unbedingt beide Stammspieler jetzt in der zweiten Liga werden, das glaube ich tendenziell eher nicht. Ich glaube, ich weiß, damit trete ich hier. Der Dennis, wenn er das hört, wird er denken, so, damit war klar, dass er damit kommt. Ich glaube, dass es auch gerade für die Spieler wichtig ist, diesen Zwischenschritt Regionalliga auch zu nehmen, weil Juniorenfußball, glaube ich, nochmal was anderes ist als Zweitligafußball bei den Herren. Das sind unfassbar talentierte Jungs. Die scheinen ja auch irgendwie zumindest im Kopf gerade zu sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du denen diese Option erste Mannschaft zeigst, dass die hier dran klopfen und nichtsdestotrotz sehe in keinem Szenario, gerade wenn wir mit dieser Raute spielen, also nur mit einer 6, dann sehe ich da einfach keinen Platz aktuell in der Mannschaft und vielleicht kannst du irgendwann mal Aschraoui mitnehmen, als wenn irgendjemand ausfällt, als Auffüller für den Kader, aber ich glaube, da geht es tendenziell eher darum, in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga unfassbar viel Spielpraxis zu bekommen und wer weiß, was die Saison bringt. Ich meine, das kann ja auch durchaus mal passieren. Also mit Max Finkgräfe haben wir letztes Jahr zu dem Zeitpunkt auch nicht gerechnet. Und du hast immer mal Dinge dabei, wo irgendwas passiert und auf einmal irgendwas Unvorgesehenes passiert und die Spieler doch irgendwie spielen und sich bewähren. Also ich würde es nicht ausschließen, aber ich glaube, geplant ist es aktuell eher nicht. Nee, und es ist ja trotzdem nice to have zu wissen, dass man so eine Jungs, die da auch ja nicht so ganz selbstverständlich, sondern schon durchaus überraschend U17-Weltmeister geworden sind. Und ich habe damals das Finale ja gegen Frankreich war es, glaube ich, ne? Das war ja auch schon geiles Spiel, also es hat schon echt Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und ich kann mich auch noch an dieses Video erinnern, wo die beiden Jungs am Geisbockheim wieder angekommen sind und da irgendwie die Mannschaft und das ganze Trainerteam irgendwie Spalier gestanden hat und die aufgenommen hat. Das ist schon gut, so eine Jungs musst du halt auch bei dir behalten irgendwo. Ne? Ja, definitiv. Aber ich glaube, durch die jetzt heute tagesaktuell Verletzung von Jakob Christensen, Kreuzbandriss, die Saison für ihn könnte gelaufen sein. Vielleicht kommt er zum späten Teil der Saison nochmal zurück. Aber ja, da könnte schon eine Backup-Rolle für Aschraoui jetzt drin sein, finde ich. Ja, klar. Also nochmal, das ist ja auch völlig richtig. Und ich meine, man hat ja den Spieler auch nicht ohne Grund mit ins Trainingslager gekommen. Also ich glaube nicht, dass er so weit von der Mannschaft weg ist, dass man sagt, oh, den können wir gar nicht einsetzen. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt der Spieler Nummer 1 ist. Ich meine, du hast Martel, du hast Hussein Basic und. Aber dahinter sehe ich das natürlich gerade durch die Verletzung von Christensen jetzt schon. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ich glaube, da muss man wahrscheinlich einfach mal die Saison abwarten. Und ich glaube, da kann gerade Aschraoui sich durch die Leistung oder auch Julian Pauli sich durch dann die Leistung in der zweiten Mannschaft wieder anbieten. Und ich glaube, das sind ja auch dann die Spieler, die dann auch im Training tendenziell hochgezogen werden. Ja, und ich meine,
die haben ja genau jetzt auch die Jungs an ihrer Seite zu stehen. Ein Pauli mit einem Timo Hübers, der jetzt schon da erfahren ist und die eine oder andere Schlacht geschlagen hat. Und auch das, was Martel halt an seiner Seite mit Eli Skiri, übrigens wurde genau auf den Tag heute zurück, vor 5 Jahren haben wir Eli Skiri verpflichtet, am 29.07. Wieso? Ah, dürfen immer noch, nicht, ne? Immer noch eine Träne im Augenwinkel, dass er nicht mehr bei uns ist, aber an dem... Der kommt im Winter zurück. Ja, ja. Genau. Und da da ist ja auch ein Erik Martel an der Seite von einem Eli Skiri dann auch mitgewachsen. Und, ja, definitiv. Meine Güte, also, ja. Der ist jetzt mittlerweile, klar, ist er wahrscheinlich noch nicht auf dem Level, gerade was die Erfahrung, was die Ruhe angeht, wie ein Eli Skiri, aber auf jeden Fall schon 4, 5, 6 Schritte weiter, als es die Nachwuchsleute auf der Position dann sind, und dann kann er genauso seine Erfahrungen da weitergeben. Das war wahrscheinlich auch ein Grund, dass er verlängert hat, ja. Ja, glaube ich auch. Jetzt haben wir in den ersten Tagen des Junis ganz viele Spieler den Vertrag verlängert, aus der Jugend heraus, aus der Mannschaft, die letztes Jahr gespielt hat, aber haben noch keinen Trainer. Der wurde dann am 12.06. bekannt gegeben und der Trainer ist Gerhard Struber. Habt ihr den Namen Gerhard Struber vorher schon mal gehört? Also ich ganz klar, nö. Und auch nicht irgendwie im Umfeld und auch nicht irgendwie großartig als Gerücht vorher gehört. Das war für mich, also im Gegensatz zu Timo Schulz, den kannte ich natürlich, aber auch da kam es ja sehr überraschend, dass er da auf einmal als Kandidat da war und quasi mit der Verpflichtung das erst bekannt wurde. Und ähnlich war es bei Gerhard Struber bei mir auch, nur dass ich ihn vorher nicht kannte und auch seinen Weg nicht wirklich nachverfolgt habe und auch immer noch nicht so richtig 100%ig ein Bild von ihm habe. Dann gebe ich dir jetzt einfach mal seine Stationen als Trainer. Mhm. Also er war vorher in Österreich auch Spieler, hat bei Vereinen wie Austria Salzburg, Wacker Mödling, LASK Linz und so weiter gespielt und ist danach Trainer geworden und hat angefangen in der Jugend als Co-Trainer von Red Bull Salzburg. Wurde dann, das war 2007, 2008, 2009, 2010, war er Trainer von Red Bull Salzburg. Dann 12 bis 14 hat er den SV Kuchel trainiert, um dann 14 bis 15 wieder Trainer in der Jugendakademie von Red Bull Salzburg zu werden. 15, 16 wurde er dann Co-Trainer bei der ersten Mannschaft vom FC Red Bull Salzburg, ging danach wieder zurück in die Jugend von Red Bull Salzburg. Dann hat er Salzburg mal verlassen. Es ging nach Liefering für 2 Jahre. Ein Jahr nach Wolfsberg, zum Wolfsberger AC, nach England zum FC Barnsley, bevor es dann 2020 bis 2023 zu den New York Red Bulls ging. Und 2023, 2024 ging es dann zurück zum FC Red Bull Salzburg. Und jetzt ist er Trainer beim 1. FC Köln. Tja, das waren seine Trainerstationen. Ja, ich habe auch dieses Interview mit ihm gelesen, was es jetzt im Geißbock-Echo gab. Und da war ja auch so ein bisschen dieser Weg beschrieben, dass er als Spieler irgendwie sich relativ früh, glaube ich, kurz hintereinander 2 Knieverletzungen zugezogen hat und dadurch dann ausgestiegen ist und dann ja eigentlich studiert hat und irgendwo in der Versicherungsbranche unterwegs war und dann eher so, wie hieß der eine Verein da, irgendwas mit Kuchen? Kuchel. Genau, da ist er ja nur hingegangen als Trainer, weil die ihn irgendwie, da war er eigentlich schon mitten im Studium oder beziehungsweise hat schon erfolgreich im Versicherungsbereich gearbeitet und ist ja dann nur da hingegangen, weil das sein Jugendverein war und die ihn gefragt haben, Mensch, wir stehen hier kurz vorm Abstieg, kannst du uns nicht helfen? Und dadurch hat er dann wieder so ein bisschen, oder hat er dann wieder überhaupt in den Fußball zurückgefunden. Also das ist schon, der Sportverein Raiffeisen Kuchel. Ja, die haben ja alle so wilde Namen da. In der Salzburger Gemeinde Kuchel, also das ist ein Stadtteil von Salzburg. Ja. Und spielt in der Regionalliga West. Das ist die vierthöchste Spielklasse in Österreich. Genau, und die standen irgendwie kurz vorm Abstieg aus der 4. Liga. Und da hat er die irgendwie gerettet. Also fassen wir es mal zusammen. Keiner von uns hat, glaube ich, so intensiv die MLS oder die österreichische Liga so beobachtet, dass man sich da jetzt ein 100%iges Urteil drüber bilden könnte.
dass wir, glaube ich, alle nicht so ganz freudestrahlend da sitzen, wenn wir mal wieder einen aus dem Red Bull-Konzern-Geflecht da irgendwo in den Reihen haben, ist, glaube ich, auch klar, also dass es jetzt nicht unbedingt ein Vorteil ist. Auf der anderen Seite hat er sich da aber reingebissen wieder in das Thema, ist da so ein bisschen hin und her. Und ich glaube, in Österreich eine Trainerkarriere zu machen, ohne irgendeinen Berührungspunkt mit Red Bull zu haben, ist auch relativ schwierig. Peter Stöger hat es geschafft. Ja, das stimmt. Aber da ist er ja einer der wenigen. Ne? Wenn du dir mal alle anderen anguckst, die da irgendwie aus dem Bereich rauskommen, die sind ja dann immer irgendwo, zumindest in der Jugendakademie, da irgendwo dorthin abgebogen. Aber das will ich ihm jetzt auch gar nicht vorhalten. Ich meine, da müsste man einen Erik Martel genauso irgendwie deswegen angreifen, weil er bei Red Bull auch größtenteils ausgebildet wurde dann. Das ist nun mal so. Dann muss man sich leider abfinden am Ende des Tages. Ich habe halt noch nicht so richtig ein Gefühl. Also ich habe, glaube ich, ein Gefühl, wofür er von der Spielidee steht, und das ist gar nicht so weit weg von dem, was die meisten Red Bull-Trainer irgendwie so drauf haben, also hohes Gegenpressing, schnelle Ballgewinne und eher offensiv zu agieren, als sich irgendwie hinten einzumauern. Aber ich habe von ihm als Charakter noch nicht so richtig ein Bild, muss ich ganz offen sagen, weil dafür habe ich ihn auch zu selten irgendwie in Interviews gesehen und auch zu selten irgendwie einen Eindruck bekommen, wie er so agiert. Er scheint ja mit der Mannschaft, zumindest wenn man sich die Vorbereitung anguckt, da kommen wir ja auch noch drauf, zumindest schon mal irgendwie einen guten Draht gefunden zu haben, der dazu führt, dass die Leute das mitziehen und mitgehen, das ganze System. Gucken wir mal, aber ehrlicherweise, ich kann noch nicht mal irgendwie so richtig sagen, ist das jetzt ein Typ, den ich sympathisch finde oder nicht sympathisch finde? Da fehlt mir noch total ein Gefühl für. Dann lass uns doch, wenn du gerade über den Charakter von Gerhard Struber gesprochen hast, den Charaktermenschen bei uns in der Runde mal dazu befragen. Marco, was kannst du denn dazu sagen? Shots fired. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Wüsste ich jetzt auch an deiner Stelle nicht. Ganz ehrlich, könnt ihr euch daran erinnern, wie ihr Peter Stöger am Anfang fandet? Ja. Und wie? Komisch. Ich fand ihn total komisch von seinem Auftreten, von seiner Gesamtausstrahlung her. Fand ich ihn echt komisch und fing mit ihm gar nichts an und habe am Anfang nur 3 Unentschieden gesehen und gedacht gehabt, ja, muss aber auch mal ein bisschen mehr kommen, außer eine Spieltag zu Spieltag wechselnde Brille und Merchandise aus dem Shop. Da muss mehr kommen, das ich nicht mag. Das war mein Eindruck von Peter Stöger am Anfang. Genau, das ging, also ich hab den am Anfang ähnlich empfunden, nämlich so ein bisschen so, der Dialekt, dann irgendwie, ich bin am Anfang wirklich nicht mit Peter Stöger richtig warm geworden, aber jeder von uns würde wahrscheinlich aktuell Peter Stöger ist immer so ein Trainer, wenn der FC sagen würde, wir holen Peter Stöger zurück, ich glaube, da würdest du auf wenig Gegenwind stoßen. Glaube ich noch nicht. Rein von der menschlichen Person her. Und ich finde, man muss jedem Trainer die Chance geben, sich zu entwickeln und zu zeigen. Und ich bin auch vorsichtig jetzt mit irgendwelchen Vorschusslorbeeren so für die Saison und einfach abwarten und gucken, was da kommt, weil ja, das ist eine. Ich glaube, er kommt, also ich glaube, was ich persönlich gut finde, ist, dass er gesagt hat, ich nehme diese Aufgabe an und das ist eine reizvolle Aufgabe, weil der FC ist ja auch ein geiler Club, wenn man das mal so sieht. Und ich meine, er hat das ja auch in irgendwelchen Interviews gesagt, so war es irgendwie schon cool, wenn da irgendwie, du kommst zum Trainingsauftakt, da stehen mehrere hunderttausend Leute am Spielfeld dran und gucken dir zu. Das kannte der aus diesen Stationen. Das hat der auch gesagt, das findet er auch cool. Und das ist ja etwas, was den FC ja auch ausmacht, diese Nähe und diese Fanbasis. Und also bei mir hat der jetzt erstmal einen Kredit und anscheinend, so wie ich das sehe, kommt er ja bei der Mannschaft auch gut an. Also das, was man so von den Spielern hört, dass die alle mitziehen. Ob es ein Ljubicic ist, der ja auch schon gefühlt weg war, ob es die Jugendspieler sind, die sich positiv da äußern. Also das hörst du bei den Trainern in der Regel am Anfang immer.
so dieses, ja, ist ein cooler neuer Vibe und ich glaube auch, dass du den brauchtest. Weil ich hatte schon so das Gefühl unter Schulle, dass dieser Vibe eben genau nicht da war, den du halt so brauchst, um halt da nochmal irgendwie auf einem anderen Level zu agieren. Und wie gesagt, ich finde es aktuell sehr positiv und abwarten, Tee trinken, ne? Ja, also das mit, mit den Vorschusslorbeeren bin ich komplett bei dir. Oder mit dem Kredit, nicht mit den Vorschusslorbeeren, mit dem Kredit bin ich bei dir. Ich habe da keine negativen Assoziationen. Ich finde, man muss ihm einfach auch eine gute Chance geben. Und ich glaube, wir waren auch alle nicht so hellauf begeistert, als ein Steffen Baumgart aufgelaufen ist bei uns. Da war auch so, oh meine Güte, passt der von der passt der von der Art und Weise und sein Rumgebrülle und der ist Rumpelstilchen da am Spielfeldrand. Und ich glaube, dass der FC auch ein sehr und auch die Fanschaft beim FC ein sehr, sehr breites Kreuz dafür hat, Leute erstmal aufzunehmen und zu sagen, komm, dann zeig mal was. Mach mal und dann wenn das gut läuft, dann heben wir dich auch ganz, ganz schnell hoch irgendwo. Ne? Und ich glaube, das ist auch so in der Fanschaft. Also hat irgendeiner von euch irgendwelche harten, negativen Vibes mitbekommen bei dem ganzen Thema? Nö, gar nicht. Also ich wollte noch dazu ergänzen, was du eben gesagt hast. Ich persönlich bin ganz froh, dass mit der Red Bull-Schule, die er durchlaufen hat, die spielen ja in der Red Bull-Schule überwiegend offensiven Fußball, mit frühem Pressing, mit Anlaufen, ähnlich dem Fußball, den wir unter Baumgart gespielt haben. Der war für mich als Fan ganz schön. Ich glaube, die Mannschaft hat jetzt in der zweiten Liga auch die Chance, das wieder zu spielen. Und das ist so meine Erwartungshaltung, die ich an Strube habe. Und glaube auch, jetzt in der Vorbereitung gesehen zu haben, dass der FC wieder in die Richtung spielt. Während wir bei Timo Schulz in der Rückrunde dieses Klein-Klein viel Kurzpassspiel hinten raus, Spieleröffnung gespielt haben, machen wir jetzt wieder mal ein bisschen offensiveres Spiel und frühes Pressing. Und das brauchen wir auch in der zweiten Liga, um erfolgreich zu sein. Und das ist meine Erwartungshaltung, die ich eigentlich habe, weil er halt die komplette Red Bull-Schule durchlaufen hat. Ob ich da jetzt eine gerechtfertigte Erwartungshaltung habe oder nicht, das wird sich so frühestens Anfang, Mitte September zeigen. Ja, und dann schon am Freitag und im Saisonstart und in der ersten Pokalrunde auch. Genau, erste Pokalrunde. Die wäre nämlich jetzt chronologisch als nächstes dran. Am 13.06. wurde das nämlich ausgelost und der erste FC Köln darf zu einem Gegner fahren, den ich persönlich sehr gefährlich finde. Den FC Sandhausen, SV Sandhausen. Egal, nach Sandhausen. Der FC spielt in Sandhausen. Genau. Machen wir so. Habt ihr Karten bekommen? Ja, also Dennis und ich werden da sein. Dennis, da sind wir ja raus. Ja, ja, da sind wir natürlich raus. Regensburg-Syndrom. Ich hoffe, ich kann das heilen, aber ja, leider auch nicht im Gästeblock, sondern da irgendwie hinterm Tor, aber das soll irgendwie ein neutraler Bereich sein. Auf dem Baum. Anzufangen. Nee, wohl im Stadion. Ich habe mich sowas sagen lassen. Ja, ja, cool. Glückwunsch. Genau, wir sind tatsächlich vor Ort. Aber da kommen wir sicherlich dann vor dem Spiel auch nochmal drauf, wenn wir dazu eine Folge aufnehmen. Da werden wir dann vielleicht auch nochmal ein kleines Meet and Greet machen mit den anderen Zuhörern und Zuhörerinnen, die es auch dahin verschlagen wird. Also wir sehen uns in Sandhausen. Das Spiel ist ja auch terminiert. Das ist ein Sonntagnachmittagsspiel. Sonntag 15.30 Uhr in Sandhausen. Gewohnte Uhrzeit. Klar. Ja, also 15.30 Uhr, ja. Einmal wieder zwischendrin, ne? Ja. Das ist wieder der falsche Wochentag, aber egal. Ja. Ja, ist schon ein bisschen. Das wird auch schon wieder eine spannende Thematik, sich wieder dran zu gewöhnen, um 15.30 Uhr schon komplett betrunken zu sein, weil der FC es komplett verrissen hat und nicht erst drauf zu warten, ne? Die zweitliga Anzeigen oder die Anschlusszeiten ersten, sind schon wieder da, ja. Die ersten Spiele sind ja terminiert und da sind ja auch Spiele dabei, wo wir Abendspiele haben. Ne? Genau, ja. Insofern passt es ja. Apropos erstes Abendspiel. Ratet mal, wo der Marco am Freitag ist. In Köln-Müngersdorf. Yes! Yeah. Arschloch. Mit Daniel zusammen ist. Nee, mit seiner Karte zusammen. ist das nicht Erfolgsversprechen? Ja. Hast du da nicht eine 100%ige Siegesquote oder sowas? Nee. Also ich hab
glaube ich, die Karte von Daniel im Derby gegen Gladbach gehabt, aber auch bei der Niederlage gegen Hoffenheim. Ah, okay. Als ja, cool. Der Kurios war und das 1:0 da in der ersten Minute gefallen ist. Ah, stimmt, ich erinnere mich, ja. Ja. Also, ich glaube 50%. Aber tatsächlich, ich werde mit einem Bekannten ins Stadion gehen und habe, weil er hatte mich dann irgendwie angerufen und meinte so eine Woche vorher oder wie letzte Woche so, ja, sag mal, hast du vielleicht noch eine Karte für Hamburg über? Und ich so, klar, selbstverständlich habe ich eine Karte für welche Hamburg. Welche Kategorie, wie, welchen Preis, was möchtest du haben? Preis, drei nebeneinander, vier nebeneinander. Ach, und du willst mit deiner Fußballmannschaft kommen? Ich habe 12 in einer Reihe, gar genau. Kein Thema. Und habe dann an dem Tag, als hier Vorverkauf für Schalke war, übrigens müssen wir auch noch mal, apropos Vorverkauf, Ich rede nicht über den Ticketshop. Sorry. Boah, ist das eine Unverschämtheit. Ey, das ist der Abfuck der Saison jetzt schon. Es regt mich jetzt schon auf. Ich habe mich bestimmt 10 Minuten vorher eingewählt und da waren schon wahrscheinlich schon so viele in dieser Warteschleife drin, dass als ich dann um 12 Sekunden nach 10 drin war, alle Karten weg waren. Und ich war mit 4 Geräten, also hab mich versucht einzuladen. Ja, aber vielleicht ist das auch der Grund, wenn alle Leute sich eine Stunde vorher einwählen und jeder 4 Geräte hat, mit denen der drin ist, dass dann die Wartezeit schon so Ewigkeiten lang ist. Ich glaube, es artet ja mittlerweile echt aus, gerade bei den Vereinen, wo du signifikant mehr Nachfrage als Karten hast. Das ist einfach ein schlicht und ergreifend nicht wirklich lösbares Problem. Ich habe es ja jetzt auch beim FC St. Pauli mal wieder für die Saison versucht, irgendwie so ein Saisonticket zu bekommen, wo du dann Karten für alle Heimspiele bekommst. Da haben sie es jetzt so gelöst, dass sich alle eine halbe Stunde vorher in eine Warteschlange einreihen oder in so einen Warteraum reingehen und dann wird per Zufallsprinzip ausgelost, welche Stelle du in einer Warteschlange hast, die dann, also wenn es um 11 Uhr losgeht, kannst du dich um 10.30 Uhr in einen Warteraum begeben und dann wirst du danach per Zufallsprinzip in eine Warteschleife reingeworfen und siehst dann ab 11 Uhr, wo der Kartenverkauf losgeht, du hast jetzt noch 5, 6, 10, 12, 15 Minuten, bis du in den Ticketshop reinkommst. Scheiße, ja. Und das war jeweils, ich hatte jeweils irgendwie eine zweistellige Zahl an Warteminuten und da wusste ich schon gleich, alles klar, das Thema ist durch. Was sie aber verändert haben, ich weiß nicht, ob der FC das auch gemacht hat, weil St. Pauli haben sie es gemacht, ist, dass du dass wenn du ein Saisonticket oder eine Dauerkarte hast, dass du dann kein Zugriffsrecht mehr hast, weitere Tagestickets zu bestellen, sondern dass sie dann versuchen, damit diesen Kreis wieder ein bisschen mehr zu erweitern. Damit machst du natürlich die anderen noch unzufrieden. Ne? Also die ja sonst immer per Dauerkarte ihr Ticket sicher hatten und dann irgendwie für einen Kumpel noch mit dazu gekauft haben, die haben dann natürlich wieder keine Chance, dadurch erhöhst du den anderen Kreis wieder. Also das ist einfach ein unlösbares Problem. Ja. Wenn du die Nachfrage hast, die einfach signifikant über dem Angebot liegt, das wirst du niemals lösen können. Und boah, ja, ich glaube, über alle Systeme wird sich jeder aufregen. Ja, ich glaube, das ist halt auch schwierig. Ich meine, das hast du ja bei jedem Verein, der irgendwie eine große... Wenn nicht Bayer Leverkusen ist. Ja, eine große... Die hatten ja sogar noch Plätze bei der Meisterschaftsfeier im Stadion frei. Ja, und beim Finale in Glasgow. Ja. Da kommt man ja auch so schlecht hin. Dublin war es. Genau, Dublin, freier Verkauf. Aber auf der anderen Seite, jetzt mal ganz ehrlich, ist es aber auch wieder besser, dass es so ist, weil ich hätte auch keinen Bock, dass wir irgendwie jedes Mal irgendwie vor so einem halbleeren Stadion spielen würden. Ja. Also ich meine, sorgt halt auch dafür, dass diese Spiele, dass die Highlight-Spiele schnell weg sind, dass jeder sagt so, ja, okay, alles klar, ich kriege nicht Schalke, dann nehme ich halt Braunschweig als Beispiel. Mhm. Aber ich war auf jeden Fall in diesem Ticketshop und war dann so gefrustet, dass ich alle Spiele so durchgegangen bin und für keins Karten mehr da waren. Und dann irgendwann bin ich auf diesem HSV-Spiel und dann kannst du ja wieder Spiele in diese Ticketbörse zurückgeben. Und da war tatsächlich ein Ticket drin und ich habe zwei Karten. Einmal die Karte von meinem liebgewonnenen, liebreizenden, immer freundlichen Kollegen Daniel und eine selber gekaufte. Also ich werde tatsächlich mit jemandem im Stadion sein. Hervorragend. Glückwunsch.
Ja, also war tatsächlich auch nur eine da und dann habe ich halt ganz schnell zugegriffen, habe ihm dann geschrieben und habe gesagt, ja gut, dann hat er jetzt Pech gehabt, dann zahle ich halt jetzt hier irgendwie oben, irgendwie Sitzplatz auf der, oben auf der Süd für, ich glaube, irgendwie um die 40 Euro. Sagt er so, ah, boah, ist mir ein bisschen viel, aber naja, gut, ist dann halt so. Aber komm, ja. Saisonauftaktspiel, meine Güte. Da ja, er sagte dann auch, ja, ne? Klar, machen wir auf jeden Fall und ja, wird schön. Was nimmst du da für Knauser mit? Mein letztes Hemd gebe ich für den FC und so, ja? Ja, so ist das. Er sagte dann auch so, ja, boah, 40 Euro, puh. Sag ich, hast du jetzt gedacht, ich kriege jetzt noch einen Stehplatz irgendwo her? Er sagte, ja, ist doof, habe ich selber gerade gemerkt, ja. Ja. Also ich zahle 20, aber dann möchte ich gerne auch Gutscheine für 20 Euro für Bier haben. Ja. Oder sowas. Herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. Gut, übrigens, ich bin Wartelisten, ich habe ja mir irgendwann mal hier, du kannst dich ja reservieren lassen. Na, wo bist du? Für die Dauerkarte 8000. Echt? So weit hinten? Ich bin bei 1500. Respekt, ja. Okay. Und ich bereue es, dass ich meine Dauerkarte irgendwann mal abgegeben habe, als ich nach Hamburg gezogen bin. Ja. Aber 2007 war das noch nicht so zu sehen. Was aber zu sehen ist, ist, dass der FC trotz Transfersperre einige neue Spieler geholt hat. Und zwar junge Spieler, ich fasse jetzt einfach mal ein paar Sachen nochmal zusammen. Junge Spieler aus anderen Vereinen, den Mansur Uro Takbar, 19-jähriges Stürmertalent von 1860 München. Der wurde verpflichtet. Dann hat der FC von Viktoria Köln die Brüder Malek und Said El Mala verpflichtet. Zwei Riesentalente, auch noch sehr junge Spieler. Der eine ist, glaube ich, 18, der andere 20 oder sowas. Das heißt, der FC ist da jetzt schon wieder hinterher, um ja das, was sie ja eigentlich nicht machen dürfen, Spieler verpflichten, aber Spieler kaufen und ablösefrei verpflichten und diese dann weiter verleihen, damit sie später ja entweder bei der U23 oder bei den Profis Potenzial haben und Spieler einsetzen können. Und du hast dann war tatsächlich noch ja, genau, ja. Der, oh Gott, den Namen kriege ich auch nicht ausgesprochen, Chilohem Onuoha ausgeliehen, gekauft und nach Verl weiterverliehen. Genau. Kommt aus dem Nachwuchs von Red Bull Leipzig. Ah, okay. Genau, und der Mansur Uro Takbar wurde natürlich auch weiterverliehen an Jan Regensburg. Ja. Ja. Und die beiden Jungs von Viktoria Köln bleiben noch da zur Vollständigkeit. Genau. Ich glaube, das ist tatsächlich, ich kann die alle vier nicht greifen, wie stark oder nicht stark sie sind. Also bei dem Uro Takbar weiß ich, dass die Gelbster den schon mal irgendwie irgendwo erwähnt hatte. Die anderen drei schwierig. Bei dem einen El Mala Bruder, dem Jüngeren, der gilt ja als der, glaube ich, bisschen talentiertere. Da war schon mal zu hören, ja, das ist ein ganz guter Kicker. Aber wann und wie die jetzt kommen zum FC, das ist ja, glaube ich, auch noch nicht so ganz klar, ob die dann erst im Sommer kommen oder halt im Winter. So wie man das vernommen hat, hat der FC zumindest die Option, alle Spieler im Winter zu holen oder dann spätestens im Sommer. Aber zumindest sind es Spieler, die man erstmal ablösefrei geholt hat und dann jetzt erstmal zumindest erstmal kurzfristig geparkt hat. Ich sag mal so, das ist so die Chelsea, der Chelsea-Move, den die damals hier mit Christian Pulisic gemacht haben bei Dortmund. Leider auf einem bisschen andere, also auf Wish, ne, bestellt. Also, ne, aber also vier Pulisics jetzt bei uns rumlaufen zu haben und woanders hinverliehen zu haben, hätte ich gerne.
Und ja, jeder für 60 Millionen Euro dafür kauft. Nein, aber ich glaube, was der FC hier macht, und deswegen finde ich es ganz gut, ist eine doppelgleisige Nummer. Ne? Zum einen, wenn da so talentierte Spieler sind mit Perspektive auf die erste Mannschaft, dann hast du sie schon mal drinne. Die sammeln in unteren Ligen Spielpraxis. Oder mit Jan Regensburg sogar in der gleichen Liga. Wenn das aber nichts für die erste Mannschaft ist, sind die aber noch von der Altersstruktur her so, dass du die bei der U23 mit einsetzen kannst. Was natürlich auch dem FIFA-Urteil unterliegt, dass die halt auch keine Spieler dort verpflichten können, sodass die Mannschaft dort aber dann auch gehalten wird. Ja, du musst ja dann halt auch im Unterbau schauen, dass du trotzdem konkurrenzfähig bist. Ne? Also selbst wenn du die dann ab Winter erst einsetzen kannst, selbst wenn es dann irgendwo in den Mannschaften im Unterbau so ein bisschen knarzt, ein bisschen quietscht und du da Leute verlierst, dann kannst du wenigstens im Winter sagen, okay, hier kann ich schon mal direkt nachsteuern und kannst auch verhindern, dass da irgendwas Dramatisches passiert und hier die Mannschaften im U-Bereich dann irgendwo in den Ligen wegfliegen oder irgendwie komplett abschmieren. Das ist schon mit ein bisschen, also wo uns auf der einen oder anderen Seite vielleicht ein bisschen Vorausschau und ein bisschen Vorabplan für mögliche Urteile gefehlt haben, versucht man jetzt zumindest gut nachzubessern an der Stelle. Und das ist schon begrüßenswert, ja. Mhm. Definitiv. Gut, und dann hatten wir noch eine Verpflichtung, kann man es ja eigentlich schon fast nennen. Der letztjährige Königstransfer bleibt dem 1. FC Köln erhalten und wechselt fest zum 1. FC Köln. Luca Waldschmidt ist jetzt offiziell ein Geißbock. Tja. Ihr merkt schon, dass ich so ein bisschen zögere, ne? Also, das ist natürlich, also erstmal grundsätzlich eine gute Nachricht, gerade in Zeiten, in denen man nicht neu verpflichten kann. Die hat mich auch überrascht, weil der war natürlich jetzt wirklich der Spieler, mit dem ich zusammen mit Davy Selke, mit denen ich am wenigsten gerechnet habe, dass die Timo Hübers, Davy Selke und Luca Waldschmidt waren für mich eigentlich weg, als wir abgestiegen sind. Da habe ich nicht mehr mit den dreien gerechnet. War mir relativ klar, dass die alle drei gehen. Jetzt ist es einer von dreien geworden, der gegangen ist. Und ich hätte, wenn du mich vorher gefragt hättest, worauf ich wetten würde, hätte ich gesagt, naja, wer auf jeden Fall geht, ist Luca Waldschmidt. Bei Timo Hübers hatte ich so ein bisschen Hoffnungsschimmer. Bei Davy Selke war es so, dass ich gedacht habe, Mensch, der hat sich jetzt so irgendwie in die Herzen der Leute gespielt und wurde so viel unterstützt, der bleibt bestimmt da, aber Luca Waldschmidt. Hat er nicht auch irgendwie mal zwischendrin so eine Kommentare gelassen, wie er sieht sich nicht in der zweiten Liga und so, ne? Sowas in der Art war das und dann hat er den Elfmeter gegen Mainz verschossen. Und ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich mich darüber so richtig freuen soll. Klar, von dem Talent, was er grundsätzlich hat und von der Spielstärke, die er hat, ist das schon einer, der ein absoluter Unterschiedsspieler sein kann. Und wir sollten glücklich sein, dass wir jemanden mit seinem Talent bei uns in der Mannschaft haben. Und wenn er sich jetzt eingeordnet hat in die ganze Thematik und das akzeptiert hat, finde ich das auch gut. Aber ich habe nicht so richtig das Gefühl, dass der das freiwillig gemacht hat. Ich glaube, da haben halt einfach die Angebote gefehlt. Ja, aber ich finde das auch völlig legitim. Ich meine, das ist deren Job. Also keiner von uns sagt doch, ey, geil, hier bei mir um die Ecke ist so ein Laden, da kann ich Teller waschen, das sind nette Leute. Das mache ich jetzt, weil ich habe da schon mal Teller abgewaschen, als ich mein Studium gemacht habe. Das mache ich jetzt aber weiter und gucke nicht mehr links und rechts. Ob nach meinem Abschluss ich nicht noch was anderes machen kann. Also ich finde es auch völlig legitim, dass auch ein Selke oder auch Waldschmidt oder auch die anderen sich die Optionen offen gelassen haben. Und ich finde es auch völlig legitim, dass Luca Waldschmidt gesagt hat, boah, eigentlich sehe ich mich nicht in Liga 2. Ich finde, das ist auch okay. Ich weiß, was du meinst, Raik, weil so ging es mir nämlich am Anfang auch. Ich habe auch gedacht, so, ja, wenn ich auf einen verzichten wollen würde, dann wahrscheinlich auf Luca Waldschmidt. Wo ich mir auch vorstellen könnte, dass er halt nicht bleibt. Und
glaube auch, dass da nicht die Anzahl der Angebote da war. Aber du hast genau das Richtige nämlich gesagt. Nämlich, eigentlich sollten wir nämlich froh sein, dass wir den Spieler haben, weil das ist halt schon ein Unterschiedsspieler in der zweiten Liga. Oder kann ein Unterschiedsspieler sein. Und ich glaube, der gibt unserem Kader gerade in der Offensive den Jungen, die da vorne drin sind, wie ein Lemperle, wie aber auch einen Downs. Wie ein Hussein Basic. Genau, wie ein Hussein Basic. Einfach nochmal, der Druck lastet nicht direkt auf denen so. Sondern du brauchst ja auch einfach Spieler, die mal auch einfach ein bisschen Druck wegfedern können. Und ich finde es grundsätzlich nicht verkehrt. Was da jetzt wird, müssen wir schauen. Also ich finde, du hast da gerade einen sehr wichtigen Punkt genannt. Also mich hat es gefreut, dass er verlängert hat. Ich behaupte auch weiterhin, dass er uns in der Rückrunde deutlich mehr geholfen hätte, wenn nicht die blöde Verletzung gekommen wäre. Konjunktiv, ich weiß. Aber ich bin froh. Mich hat es riesig gefreut, dass er verlängert hat. Denn ich bin großer Befürworter von ihm. Und das, was ihr gerade gesagt habt, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Die jungen Leute wie Lemperle, wie Obutz jetzt an die Hand zu nehmen und denen auch so ein bisschen, die ein bisschen in das Profigeschäft mit reinführen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen werden es ja eben auch schon die Jugendspieler, die ja jetzt auch noch verlängert haben, insbesondere Julian Pauli, der ja schon in der Vorbereitung jetzt einiges gezeigt hat, auch wenn es andere Positionen sind, aber die mit an die Hand nehmen und die mit zu führen, das ist eine ganz wichtige Sache. Und deswegen bin ich echt froh, dass so ein erfahrener Spieler wie Luca Waldschmidt den Weg mit uns in die zweite Liga geht. Und da sind mir auch die Side-Topics total trivial, wenn ich ehrlich bin. Ja, und wie gesagt, bin ich auch dabei. Also nochmal, ich wollte gar nicht dagegen irgendwie opponieren oder das schlecht reden oder so weiter. Es war einfach nur mein Gefühl, als ich gehört habe, dass er verlängert hat. Sagen wir so, von denjenigen, die verlängert haben und dann natürlich die Sprüche bringen, der Verein hat mich gecatcht und ich will unbedingt hierbleiben und ich will das wieder reparieren. Ich habe es Luca Waldschmidt am wenigsten abgenommen. Aber wenn er uns wieder in die erste Liga schießt, ist mir das auch scheißegal. Aber tun wir dem Spieler damit nicht einfach auch Unrecht? Also ja, das kann sein. Bei dem Davy Selke hätten wir das jetzt auch alle abgefeiert, ne? Ja, du, Marco, völlig bei dir. Das ist total passiv und beziehungsweise ist total nicht objektiv betrachtet und ohne, dass ich mich mit ihm unterhalte. Es ist rein meine Gefühlsebene, wo ich da teile das, ne? Also ja. Mir ging es ja ein Stück weit genauso. Deswegen weiß ich, wie du dich fühlst und kann das sehr gut nachvollziehen. Aber ja. Wenn er nachher 25 Tore in der zweiten Liga macht, ist mir scheißegal. Dann kann jeder zu mir kommen und sagen, was hast du denn da für einen Blödsinn in der Saisonvorschau-Folge erzählt? Ja. Ist mir dann auch rissegal. Das könnt ihr bei jeder anderen Folge von dir auch sagen. Rein. Ja, eben drum. Völlige Sicherheit bei absoluter Ahnungslosigkeit. Das ist total super. Das ist mein Grundkonzept, das steht hier, ja. Das war doch das Konzept, mit dem wir beide eingekauft wurden. Natürlich. Das war das Konzept, mit dem dieser Podcast gegründet wurde, glaube ich. Ich halte mich ja auch hier immer noch, ne? Also daran kannst du ja nicht liegen. Genau. Nein, aber ich glaube halt auch, gerade wenn du mit zwei Angreifern spielst, ob das jetzt ein Zehner und ein Stürmer ist oder zwei Stürmer, ich glaube, die Qualität von Luca Waldschmidt ist unbestritten. Das haben wir letztes Jahr auch gesehen. Zwar leider immer nur sehr bruchstückhaft und immer nur sehr partiell, aber der hatte ja auch schon ein paar Dinger dabei, wo du gedacht hast, so, wow, wo kommt das Ding denn jetzt gerade her? Also ich erinnere mich nur an das Tor gegen Gladbach da in der Nachspielzeit. Dann das eine Ding, was er gegen Wolfsburg gemacht hat. Ja, genau. Und vor allen Dingen wird er wahrscheinlich mit der Qualität, die er hat, das ist ja sowieso eine grundsätzliche Thematik, da kommen wir in der Saisonprognose dann wahrscheinlich nochmal drauf. Wir gehen ja jetzt auch mit einer Mannschaft in eine Zweitligasaison rein, wo ein sehr, sehr großer Anteil Leute dabei sind, die massig viel Erstliga-Erfahrung haben. Und da ist er natürlich einer der Vorreiter da drin. Und das ist was unschätzbar wertvoll ist. Gerade auch, weil du dann in der zweiten Liga
vielleicht mal den einen oder anderen Verteidiger auf der gegenüberliegenden Seite gegenüberstehst, den du dann doch schon mal eher aussteigen lassen kannst, als wenn du in der ersten Liga unterwegs bist. Ja, und du bindest halt auch anders Leute, ne? Also wenn du, wenn, weiß ich nicht, wenn die wissen, oh, da kommt jetzt Luca Waldschmidt, da müssen wir jetzt mal doppeln, dann ist halt irgendwo mehr Platz für irgendjemanden. Und ob das dann Lemperle, Downs, Hussein Basic oder der Kaiser von China, ist doch scheißegal. Also du gewinnst ja nur als Team und du verlierst als Team. Und wie gesagt, war auch so in der Phase, wo ich gedacht habe, so, oh, Luca Waldschmidt, finde ich das gut, aber ich habe auch, das ist, ich sag mal, ähnlich wie bei Struber, auch da gebe ich dem jetzt erstmal eine neue Chance und werden wir sehen, wo wir auskommen. Ich meine, wie oft haben wir das gehabt, dass wir irgendwo auf irgendwelche Spieler irgendwelche Vorschusslorbeeren gesetzt haben und die kläglich uns im Stich gelassen haben oder halt im umgekehrten Fall Spieler hatten, wie zum Beispiel Hussein Basic, wo wir damals, ich glaube, in der Vorbereitung hieß es noch, ja, der wird ausgeliehen. Und dann hat der in der Saison wie, ich glaube, 20 Spiele gemacht. Und in der Europa League, in der Conference League Tore geschossen für uns. Ja, genau. Also, ne, ich meine, Spieler, die uns enttäuscht haben. Lass Marco Reich und Lilian Laszlo in Ruhe. Ja, ich möchte noch mal erwähnen, ich sitze in Peter Matzens Way hier. Ach, in Bochum war gut. Ja. Gut, gehen wir mal weiter. Wir haben, wir haben heute den 29.07. bei der Aufnahme und wir sind jetzt nach über einer Stunde erst bei dem 25.06. Nee, Quatsch, beim 22.06. Denn da war Trainingsauftakt am Geisbockheim und der Trainer hat sein Trainerteam bekannt gegeben. Und ich lese jetzt einfach mal die Namen vor und ich hoffe, ihr könnt mir dazu etwas sagen. Ich kann euch nämlich nichts dazu sagen. Also, Gerhard Struber, hatten wir eben schon drüber gesprochen, Cheftrainer. Seine beiden Co-Trainer sind Bernd Eibler und Thomas Hickersberger. Torwarttrainer ist Peter Greiber. Rehabilitations- und Athletiktrainer sind Max Voiten, Tilman Bockhorst, Leif Frach und die Analysten sind Hannes Dold und Dennis Hugstein. Das ist unser Trainerteam, das uns zum Aufstieg führen soll. Ja, neu sind ja im Prinzip erstmal nur die beiden Co-Trainer, die Struber mitgebracht hat und der Torwarttrainer. Und der Torwarttrainer, genau. Ja. Der ja aber auch schon beim FC war, ne? Also das. War das so? Ist das so? Ja. Der war schon beim FC. Da kommt wieder meine Ahnungslosigkeit. Ist dann zum VfL Bochum gegangen und mein Bochum-Netzwerk war sehr überrascht, weil der hatte beim VfL Bochum einen unbefristeten Vertrag. Ich dachte, also, unbefristete Verträge gäbe es nur beim HSV. Nee, also gab es tatsächlich auch beim gibt es anscheinend auch bei anderen Vereinen. Blau-Weiß. Also, wobei, nee, warte mal, ganz kurzes Abbiegen, aber habt ihr das damals mitbekommen, dass ein Krasimir Balakow beim VfB einen Vertrag bekommen hat als Spieler, wo er immer nur am Anfang der Saison nachweisen musste, dass der Sportarzt gesagt hat, er ist noch fit genug, um zu spielen. Und dann hat sich sein Vertrag automatisch um ein Jahr verlängert. Das habe ich mal in einem Podcast gehört. Und da ich so, was denn das für ein geiler Vertrag? Wenn du irgendwo in deinem Kumpelkreis einen Sportarzt dabei hast, der dich jedes Jahr wieder gesund schreibt. Einmal gesund schreibt. Ja, gut. Und was heißt denn hier fit genug für die erste Liga? Der kann nur einen Fuß vor den anderen setzen, ne? Ja. Fantastisch. Ja. Sorry für den Ausdruck, aber es ist mir gerade eingefallen bei dem Thema. Ja. Also das hat schon in Bochum überrascht. Ich kann ihn nicht wirklich einschätzen. Der hat beim VfL Bochum keine schlechte Arbeit gemacht, wie man so hört. Abwarten. Also ich tue mich schwer damit, einen Torwarttrainer zu beurteilen. Im Vorhinein. Hat er den Riemann da dann offensichtlich auch groß gemacht, oder? Ja. Riemann ist ja kein so schlechter Torhüter. Der scheint halt einfach nur charakterliche Probleme zu haben. Der schmeißt dich einen in der Pfanne, ne? Also jetzt mal. Man kann auch charakterliche Probleme sagen. Man muss nicht geschmeidig einen in der Pfanne sagen. Ah, nein, jetzt mal ernsthaft. Also wie hieß nochmal der Typ mit den irren Augen, der bei Union und dann bei Augsburg war?
Ginkiewicz. Ginkiewicz, der hat auch gepflegt, einen anderen Murmel. Das muss man auch mal sagen. Also, hat denn unser neuer Talentbetreuer auch einen anderen Murmel? Das ist nämlich Sascha Bigalke, ein ehemaliger FC-Spieler. Ja, der muss immer nur hochspringen, um die Murmel vom Tisch zu holen. Nein, Quatsch. Sorry. Der lag jetzt auf der Straße. Sorry. Nein. Da muss ich mich jetzt mal outen. Ich bin ein sehr großer Fan von Sascha Bigalke. Ich habe immer noch dieses Tor von ihm gegen Regensburg vor Augen. Das 3-2. Und also als Talentbetreuer, ich glaube, das ist tatsächlich ein Feld, was für ihn gut passt. Ich glaube, der ist ja auch nie über den Talentstatus hinausgekommen. Nö, aber das war halt bei uns und deswegen lieben wir ihn immer. Ja, war ein Riesentalent. Ne? Ich glaube, der hat auch Verletzungspech gehabt, oder? Ja. Also, ich glaube, das ist halt, du brauchst halt diese Zwischenpositionen und ob das jetzt Sascha Bigalke macht oder. Also der FC könnte auch gerne mich fragen, ich würde das auch machen, aber ich glaube schon, dass es auch nochmal anders ist, wenn super, du... Dann landest du mit allen FC-Talenten dann im Bermuda-Dreieck in Bochum oder was? Ja, ich könnte auch... Marco wird Artikulations- und Kommunikationscoach. Ja, genau. Ha, der Erik ist hier heute on fire, ne? Ja, ja. Die Sommerpause war lang genug. Ja, lange schon wieder nicht Marco, mehr das ist aber alles durchweg positiv gemeint. Ja, klar, ich nehme das auch wieder so auf. Ja, ja. Das wird hier auf meine Zettel notiert und wenn wir uns das nächste Mal sehen... Wird das ausdiskutiert? Nein. Ach, alles. In Schalke schauen. In Münster? In Schalke schauen. Wo das Beton ist. Wenig irgendwie. Da kannst du aber mal. Wenn Joel, Hilfe, Joel! Ich schwöre dir, wenn wir keine Karten für Münster kriegen, Erik, du kannst schon mal wirklich die Mark- und Gedächtnisschuhe schon mal rausholen. Dann machen wir mal den Sprint um die Arena auf Schalke. Gerne. Ja, dann schreie ich auch so hinter dir her. Ja, ihr trefft euch in Leverkusen, da wird ja auch gelaufen im Stadion, habe ich gehört. Na, wer zur Bahnhaltestelle? Ja, den Weg kenne ich. Ortskenntnis. Ortskenntnis, ja. Hm. Ja, ach ja. Ja, glaube so, das sind die Positionen, die du halt mittlerweile in so einem Team brauchst oder in so einer Organisation brauchst und ich glaube, es ist halt auch wichtig, da Spieler zu haben, die halt auch den Talenten mal erklären können, was ist denn wichtig überhaupt? Ist denn so ein Talentbetreuer, ist das einer, der jetzt hier von den neuen Spielern, nehmen wir mal hier Malek und Said El Malad von Viktoria Köln, die ja auch Talente sind und die ja bei Viktoria jetzt noch mindestens ein Jahr geparkt werden, ist denn ein Sascha Bigalke auch derjenige, der zu denen hinfährt, der nicht nur die Spieler in der ersten Mannschaft und in der U23 vom FC betreut, sondern auch die oder vielleicht sogar vor allem die an andere Vereine verliehen sind? Oder was ist der Job eines Talentbetreuers? Da habe ich schon unterschiedliche Jobbeschreibungen gehört. Also ich weiß es mal. Kessler, ne? Ja, und auch Kessler war das ja mal eine Zeit lang. Der war spezifisch für die verliehenen Spieler, die irgendwo anders hin, die irgendwie in anderen Vereinen waren, dass er da regelmäßig Kontakt gehalten hat und immer gesagt hat, hey, hier, dein Stammverein guckt sich an, was du da tust und guckt sich auch an, wie du dich da weiterentwickelst. Und ich weiß aber zum Beispiel, ich meine, Ralf Gunesch wurde doch auch bei Eintracht Frankfurt da auch eher für das Thema dann als Bindeglied zwischen quasi den Jugendmannschaften und der Profimannschaft zum Beispiel verpflichtet. Und das war dann eher darauf bezogen, die Leute, die du im Verein hast, die bei dir in der Jugend unterwegs sind, die von mir aus auch U15, U16 sind, da dann quasi das Bindeglied zu bilden und die Verbindung zur Profimannschaft irgendwie schon herzustellen. Also das ist eine Frage, ich weiß nicht, ich habe tatsächlich bei der Verpflichtung nicht so richtig hundertprozentig mitbekommen, wie jetzt dieses Aufgabengebiet beim FC definiert worden ist. Im Zweifel soll das aber alles sein, oder? Ja. Und dass du sowohl die verliehenen Spieler, gerade die Jüngeren, die anschaust, ich meine, wenn es um Talente geht, dann hört es ja wahrscheinlich irgendwo mit 20, 21 auf, ne? Ich glaube auch, ich glaube, da geht es tendenziell natürlich um die Spieler, die jetzt verliehen sind, aber dann natürlich auch um die Talente aus den entweder U-Mannschaften, also U19 tendenziell, aber auch natürlich aus der zweiten Mannschaft. Also ich glaube, das ist halt
Komm, jetzt noch ein, noch ein Größenwitz, ne? Die auf Augenhöhe mit Sascha sind. Ja, wahrscheinlich sind die alle deutlich größer. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, also ja, ich glaube, das ist halt, ich glaube, das ist halt wichtig, so eine Position zu haben und da auch jemanden zu haben, der zumindest denen erklären kann, was ist halt wichtig in der Karriere und Der auch Vergangenheit einfach beim FC hat, auch in der Profimannschaft gespielt hat, der einfach auf der Basis sagen kann, hey, ich war da dabei und ich habe das mitgenommen und ich habe die gleichen Schritte gemacht wie du, weil nur dann bist du glaubwürdig. Ja, genau. Oder ich habe auch vielleicht den gleichen Fehler gemacht wie du oder mach den Fehler nicht, weil ich habe den gemacht. Also das ist ja, ne, man muss ja auch nicht den gleichen Fehler 7-mal machen. Oder nicht die gleichen 3 Talente den gleichen Fehler. Mhm. Und ja, ist jetzt aber auch, glaube ich, kein Ding, was man jetzt zu hoch hängen muss beim FC. Genau, so hängen muss man auch nicht den Saisonauftakt, das erste Spiel gegen den VfL Rheingold. Aber der FC hat das Ding mit 18-0 gewonnen. Und ich weiß jetzt nicht auf Anhieb, wie viele Tore wir in der letzten Saison geschossen haben, aber viel mehr waren es nicht. Und ich denke, da hat der FC sich 23 mal... 23 oder sowas? Ja, ich glaube auch 23 oder so. Auf jeden Fall, glaube ich, sind solche Spiele, die haben vom Aussagewert her wenig darzustellen, aber die Spieler können sich da nochmal ein bisschen Sicherheit holen, wenn sie das Tor treffen, glaube ich, 18-0, ja. Aber dann kam der 30.06., der letzte Arbeitstag vom Kölschen Kafu. 6 Jahre, vielen Dank, Benno Schmidt. 6 Jahre beim 1. FC Köln, dein Vertrag ist ausgelaufen. Genauso wie die Ausleihe von Farid Alidou. Beide Spieler, was abzusehen war. Eure emotionale Lage dazu. Froh, dass die weg sind. Traurig, dass die weg sind. Es ist, wie es ist. Bei Alidou hätte ich mir gewünscht, dass er bleibt. Weil man gerade ja auch im letzten Drittel der Saison gesehen hat, dass er, wenn er dann Vertrauen bekommt und eingesetzt wird, da durchaus auch ein Faktor sein kann. Ja, bei Benno ist es so, der ist ja jetzt mittlerweile in Zürich oder in Genf gelandet? Genf, glaube ich, ne? Zürich, keine Ahnung. In der Schweiz auf jeden Fall. Nicht beim HSV, wo ihn ganz, ganz viele schon gesehen haben. Ja, ne? Da sind ist ja durchaus der eine oder andere Kölner gelandet, aber da ist er nicht gelandet. Da muss man jetzt auch mal ganz ehrlich gestehen. Also, wir haben ihn natürlich gefeiert in dieser einen Halbserie, in dieser einen Saison, wo er richtig abgeliefert hat und wo er auch seinen Spitznamen her hat. Aber davor, danach war das schon relativ viel Grütze, was da kam. Und das sage ich selber als jemand, der ein Trikot mit einem Schmitzflock hinten drauf besitzt. Da haben ihm jetzt einfach auch andere den Rang abgelaufen. Und da muss man dann auch mal ehrlicherweise sagen, er war dann schon immer noch relativ stabil als Rechtsverteidiger hinten. Was die Defensive anging, seinen offensiven Drive hat er nachher irgendwie komplett verloren. Ja, und jetzt kommt mir bitte nicht mit der Flanke zum Sieg gegen Union. War's bei Union? Gegen Leverkusen. Ja, gegen Lev, okay, aber da hat das eine Tor gemacht, aber haben wir ja trotzdem verloren nachher. Ist egal, er hat ein Tor gemacht. Ja, okay, gut. Aber also er hätte in der zweiten Liga, glaube ich, noch gut mithalten können. Aber ich find's okay, jetzt zu sagen, das Wort, weil es hat halt einfach auch nicht mehr wirklich so gepasst. Und meine erste Reaktion war ja, als dieser Tweet rauskam, als er dann in der Schweiz unterschrieben hat, hatte ich aber auch bei uns in den Chat reingeschickt, da hat Baumi aber gepennt, den nächsten FC-Spieler zu sich zu holen. Danke für alles, was du gemacht hast, Benno. Und das war eine schöne Zeit zwischendrin, aber ist auch okay so. Also da sollte man jetzt anderen irgendwie den Vortritt lassen. Und dann sehe ich lieber da hinten Rasmus Carstensen auf der Ecke oder Jan Uwe, der dann auch mal auf Rechtsverteidiger unterwegs ist. Ist mir dann lieber als den Benno Schmitz der letzten 2 Jahre da irgendwie zu sehen. Ja, das unterschreibe ich. Übrigens sind es die Grasshoppers Zürich. Okay, also Zürich war's. Wollte ich jetzt auch noch ergänzen, danke Marco. Ja. Also,
ja, ich glaube, du musst auch nicht immer das tote Pferd noch reiten, ne? Also ich meine, ja, Benno Schmitz hat ein paar gute Momente, hat eine richtig gute Saison gehabt, aber halt auch, da war halt auch viel Leerlauf und der ist 29, also da, ich glaube, da musst du jetzt einfach den Platz für auch neue Akteure mal freimachen und der Vertrag ist ausgelaufen, der FC hat ihm ja auch ein Vertragsangebot gemacht zu reduzierten Bezügen, er hat es nicht angenommen, hat jetzt einen neuen Verein. Alles Gute für die Zukunft. Danke für die Zeit und weiter geht's. Also eben. Richtig. Weiter geht's auch. Gleicher Tag übrigens mit Dennis Hussein Basic. Der hat nämlich seinen sowieso noch gültigen Vertrag nochmal langfristig verlängert. Ich habe jetzt ad hoc nicht gelesen, um wie viele Jahre der Vertrag verlängert ist oder wie lange der Vertrag jetzt läuft. Aber auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass Hussein Basic dem FC langfristig jetzt erhalten bleibt. Was ja auch zu den Worten passt, die du eben schon mal oder ihr eben schon mal getroffen habt über ihn. Ja, das hat sich auch gezeigt. Ne? Ich meine, Struber hat ihn ja auch sehr, sehr hoch frequentiert, auch bei den ganzen Testspielen etc. Eingesetzt und ja. Ich mag den Jungen. Ja, ich meine, wenn du überlegst, der hat jetzt, also ich meine, ich weiß, da kann man nicht immer nachgehen. Der hat bei Transfermarkt.de einen Marktwert von 4 Millionen Euro. Wir haben den damals für 50.000 Euro verpflichtet. Grüße nach Offenbach, ja. Ja, ich meine, aber. Und jedes Jahr ein Testspiel. Ja, aber. Der hat ja auch, ich meine, der hat schon 4 Bundesliga-Tore. Der hat 4 Bundesliga-Tore, 4 Assists, ein Tor in der Conference League, ein Assist in der Conference League. Also, das wird jetzt nicht der neue Lionel Messi. Aber ich finde, das ist ein aufgeräumter Typ. Ich finde den mega sympathisch. Ja, ich find's gut. Also, mich hat's gefreut. Also, ich meine, weil du halt auch da diesen Weg siehst, dass du einen Spieler mal holst, den halt keiner so wirklich auf dem Zettel hatte. Also ich kannte den, hab nicht einmal vorher den Namen gehört. Nee, ich auch nicht. Und der hat sich halt irgendwie bei uns reingewurschtelt und reingebissen. Und da freut mich das umso mehr, dass sowas dann auch erfolgreich ist und der Spieler halt bei uns auch diesen Weg dann beschreitet. Und ich meine, davon träumen wir ja als Fans doch irgendwie. Eben, das sind ja genau diese Feel-Good-Stories, genau, ne? Aus einer völlig unterklassigen Liga dann irgendwie hochzukommen und direkt dann irgendwo, wo alle denken, in der U23 kriegt er vielleicht 3 Einsätze und dann wird er verliehen und dass der sich dann tatsächlich auch durchsetzen kann und so viele Spielanteile bekommt. Super. Fühlt sich gut an. Genau, dann kam kurze Zeit, das war jetzt der Juni, 1 Stunde 21, ich glaube, wir machen mal ein bisschen schneller. Ja. Anfang Juli kam der Spielplan und es ist ja bekannt, am Freitag geht's los, zu Hause gegen die Raute aus Hamburg und das letzte Saisonspiel ist auch wieder dann zu Hause gegen Kaiserslautern und zwischendrin haben wir alle anderen Gegner, die wir besiegen werden. Wie findet ihr so Spielplan, außer dass er natürlich interessant ist, gegen wen geht's los? Wie habt ihr es gesehen? Wie findet ihr unseren Spielplan? Marco, du jetzt mal zuerst vielleicht. Oh, ich finde, der ist schon, also der, ich glaube, das ist schon gar nicht einfach, weil du ja in den ersten 6 Spieltagen schon mal 3 Knaller hast. Also ne, du hast jetzt das Spiel gegen den HSV, dann hast du ist das der 4. Spieltag gegen Schalke? Ja, der 4., ne? Oder am 6. Spieltag gegen Düsseldorf? Also ich habe nicht mehr diese unfassbare Angst wie noch zu Saisonende, als noch diese ganzen Transfer oder die ganzen Verlängerungen der Spieler, die bei uns geblieben sind, nicht verstanden. Ich habe schon ein bisschen Panik gehabt und die habe ich jetzt nicht, aber ich glaube, das ist ein Saisonstart, der ist schon knüppelhart. Und wenn es da ganz blöd läuft, stehst du irgendwo unten drin. Aber
Ich habe ein bisschen Panik vor dem Freitag, bin ich ganz ehrlich. Weil wir haben in der Vorbereitung, um das mal vorwegzugreifen, nicht ein Spiel verloren. Jetzt muss ich einmal kurz durchziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Siege und ein Unentschieden. Und das ist, wäre so typisch, wenn der FC dann irgendwie da am Ende dann irgendwie verliert und wir stehen dann nachher da wie die Trottel. Wobei man da, darf ja auch nicht vergessen, der HSV ist ja einer, also ein Verein, oder nein, es ist der Verein, der Liga-Dino, der die längste Zweitliga-Zugehörigkeit hat, hat die meiste Erfahrung, wir sind Neuling in der Liga. Da kann man auch mal verlieren. Ja, ich finde das schon krass, dass der HSV, wir sind damals mit dem HSV zusammen abgestiegen. Und da kann ich mich noch an das Interview mit Toni Schumacher und, wie hieß der, Bernd Hoffmann beim HSV? Bernd Hoffmann war das, glaube ich. Ja, die beide gesagt haben, wir müssen uns noch nur noch überlegen, wer als Tabellenführer aufsteigt und wer als Zweiter aufsteigt. Ne? Und ich meine, und der FC, weißt du, und ich meine, herzlichen Glückwunsch, HSV. Herzlichen Glückwunsch, HSV. Und das Geile ist halt, dass der trottelige 1. FC Köln mittlerweile sogar schon einmal wieder international gespielt hat. Also ich meine, zweimal. In der Zeit? Nein. Nein, in der Zeit nicht. In der Zeit, in der Zeit nicht, ja, okay. In der Zeit einmal. Aber es ist halt schon krass und ja, der HSV ist halt der HSV. Der HSV, ich kann auch da den Kader noch nicht so ganz greifen, aber auch einfach deshalb, weil ich auch gar nicht weiß, so wer ist da gerade fit? Ist ein Selke fit? Ist ein. Nein, also Stand jetzt ist es so, dass Glatze mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausfallen wird, weil der weder im Trainingslager war noch irgendein Vorbereitungsspiel mitgemacht hat. Und bei Selke bangen sie noch so ein bisschen so hin und her. Der hat auch das letzte Vorbereitungsspiel nicht wirklich mitgemacht. Da war irgendwie Königsdörfer, glaube ich, als Mittelstürmer eingesetzt. Aber vermutlich wird Selke halbwegs fit sein. Glatze wird nicht dabei sein. Das war so der letzte Stand, den ich jetzt irgendwie bei. Ja, das sind jetzt nur die beiden Stürmer. Ne? Also ja. Die haben ja im Mittelfeld auch noch ein paar Spieler, die nicht allzu schlecht sind. Wobei sie die Benesch ja jetzt auch verloren haben, der ist zur Union gegangen, ne? Also, okay, aber ich glaube, der HSV, mit dem ist trotzdem zu rechnen in dieser Saison. Und es ist natürlich, ich finde es schade, mach du zuerst, Raik. Ja, weil wir jetzt schon beim HSV sind, ich habe ja die ganzen Wochen davor hieß es ja immer schon, es ist zu 95% safe, dass wir eigentlich den Saisonauftakt gegen Fortuna Düsseldorf spielen, ne? Also das habe ich davor schon ganz, ganz häufig gehört, dass das so nahezu sicher ist, dass wir gegen Düsseldorf den Saisonauftakt spielen. Deswegen war ich auch ein ganz kleines bisschen überrascht, dass es dann tatsächlich der HSV geworden ist. Aber ja, ich glaube, in der zweiten Liga hast du ja genug Auswahl gehabt, um da gute Paarungen als Startspiel hinzusetzen. Ich finde es für den HSV einfach, man kennt mich ja jetzt auch so ein bisschen, ich bin definitiv kein HSV-Freund, aber als Fan muss ich ja ehrlich sagen, ist doch auch bescheuert, jedes Jahr hat der HSV das Auftaktspiel und spielt dann gegen irgendeinen anderen nominell großen Verein, letztes Jahr war es glaube ich Schalke, dieses Jahr sind wir es. Das ist doch, ich habe lieber solche Spiele mitten in der Saison drin und nicht zum Saisonauftakt, wo die Kader noch nicht komplett stehen, wo man noch nicht weiß, wo steht die Mannschaft, die Spielzüge noch nicht funktionieren. Dann habe ich doch lieber solche Spiele mitten in der Saison und nicht zu Saisonbeginn. Also, sorry, ich verstehe solche Auftaktpartien dann nicht. Da geht es doch ganz offensichtlich anscheinend nur Quote. Wieder um Quote. Klar. So, aber da hast du aber in dieser Zweitligasaison auch andere Möglichkeiten, eine Quote zu machen, mit anderen Begegnungen zum Was Auftakt. Was ist denn das Erstliga-Auftaktspiel? Da spielt doch Gladbach mit, oder? Leverkusen. Leverkusen gegen Gladbach. Hat die zweite Liga schon wieder mal direkt mehr Quote als die erste Liga. Wer ist denn auf die Idee gekommen, Leverkusen gegen Gladbach als Saisoneröffnung zu spielen? Bei Leverkusen. Ja direkt mit
Tieren und Federn durchs Dorf treiben, wenn ich irgendwas mit der Bundesliga zu tun hätte. Meine Fresse. Ja, aber Leverkusen wäre doch egal, bei welchem Gegner. Also ich hätte es noch am witzigsten gefunden, Leverkusen gegen Hoffenheim oder gegen Leipzig. Ja, ja. Wäre dann eine 0,0-Quote gewesen. Naja. Aber hat der Meister nicht immer das erste Spiel? Ja, ja, deswegen hast du ja schon verkackt, wenn du Leverkusen als Meister dabei hast, ne? Ja. Ja. Naja. Gut. So. Nächster Punkt. Das finde ich sehr interessant. Und zwar, jetzt müssen wir einen kleinen Sprung machen, zurück auf den 22.05. Da hatten wir vom Trotzdem-Hier-Podcast ein kleines Interview. Der Dennis hat ein Interview mit Professor Dr. Alexander Scheuch geführt vom Institut für Wirtschaftsrecht von der Uni Bonn. Und in diesem Interview hat der Professor Scheuch erläutert, dass eventuell das FIFA-Urteil gegen den EuGH verstößt. Und da wurde das Beispiel des Spielers Lassana Diarra verhandelt. Und da hört euch diese Folge mal an, 22.05.24. Sehr interessant. Und anscheinend hat man beim 1. FC Köln das auch gehört, diese Folge des Podcasts, denn der FC ist mit einem Gnadengesuch an die FIFA herangetreten, um halt auch sozusagen, passt mal auf, ihr verstößt ja gegen den EuGH und dann lasst uns doch, wir sind doch bestraft genug, lasst uns doch die Sperre. Ja, und leider hat die FIFA gesagt, nee, machen wir nicht, ihr kauft dieses Jahr im Sommer keine Spieler, erst wieder ab 1.1., die ihr dann auch registrieren könnt. Das wurde am 9.7. bekannt gegeben, dass der FC gegen diesen Gnadengesuch scheitert. Ich finde es schade, aber eigentlich war es zu erwarten. Ja, aber ich glaube, das sind halt auch, also ich meine, ich glaube nicht, dass beim FC einer darauf irgendwelche großen Dinge gegeben hat, sondern das war einfach so, dass du gesagt hast, okay, komm, wir versuchen hier nochmal alles, was möglich ist, damit keiner nachher sagen kann, so, yo, ihr hättet ja noch mal fragen können, aber ja, glaube ich auch, dass das der entscheidende Punkt war. Es ist der 1. FC Köln. Es gab keine einzige Sekunde und Möglichkeit, dass das Ding wieder aufgehoben wird. Seien wir doch mal ehrlich zueinander, oder? Ja, natürlich. Aber man kann es doch auch nutzen, um mal auf unsere alten Folgen aufmerksam zu machen. Ebenso. Guter Verweis, ja. Genau. So, dann haben wir ein erstes Highlight von der langen Verletztenliste in positiver Hinsicht. Marc Uth hat am 15.07. Wieder das erste Mal am Mannschaftstraining dran teilgenommen, nachdem er vorher die ganze Zeit nur ein bisschen individuell trainiert hat und gelaufen ist. Ist er am 15.07. ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ich persönlich finde das eine Nachricht, die echt Hoffnung und Mut macht und hoffe, dass er mal relativ gut durch die Saison durchkommt. Ja, ich glaube, zum Thema Marc Uth kommen wir nochmal bei den Saisonwetten. Ne? Ja, ich glaube, Marc Uth sollte erstmal komplett fit werden, bevor der ein Spiel für uns macht. Ich glaube, das ist nämlich auch das Ding, ich glaube, da ist man beim FC, da weiß ich nicht, ob das auch von Marc Uth kommt, immer zu schnell gewesen, so, ja komm, wir werfen dich jetzt rein und also, ja, da musst du erstmal richtig fit werden. Und dann kann sicherlich auch ein fitter Marc Uth uns wieder auch helfen. Ja, sehe ich auch. Aber wichtig auch da, dass was wir eben schon mal auch bei Luca Waldschmidt gesagt haben, mit seiner Erfahrung kann er auch die jungen Spieler auch mitführen und denen auch die ein oder andere Sache zeigen. Und das ist immer einfacher, wenn du aktiv auf dem Platz stehst, als wenn du verletzt irgendwie dabei wärst. Das auf jeden Fall, ja. Dann haben wir am 18.07. die genauen Spieltage 3-7 terminiert bekommen. Und damit wir es einmal hier auch der Vollständigkeit halber genannt haben, lese ich es jetzt einfach mal vor. Auftakt 2. August, FC zu Hause gegen den HSV. Am Samstag, den 10. August um 13 Uhr in Elversberg. Ich glaube, da hat der FC noch nie gespielt. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal ein Pokalspiel hatten. Auf jeden Fall jede Menge Grounds bei viel zu wenig Karten. Dann eben das schon angesprochene Pokalspiel am 18. August in Sandhausen.
Am 24. August, das ist ein Freitagabend, spielt der 1. FC Köln zu Hause um 20.30 Uhr gegen Eintracht Braunschweig. Am Sonntag, den 1. September um 13.30 Uhr in der Arena auf Schalke. Und am 14. September dann wieder ein Samstagabendspiel um 20.30 Uhr zu Hause gegen Magdeburg. Und das Derby habe ich jetzt irgendwie übersprungen. Nee, das kommt jetzt. Am 21. September Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Köln um 13 Uhr. Finde ich, sind ganz gute Terminierungen. Schalke, okay, Sonntag, aber ansonsten sind es doch eigentlich ganz dankbare Terminierungen, oder? Ich glaube, bei der Liga können wir uns darauf einstellen, dass wir häufiger mal im 20- oder 30-Spot unterwegs sein werden. Wenn du jetzt überlegst mit Schalke, mit dem HSV, mit uns und Hertha, das wird schon ordentlich verteilt sein. Aber wir werden, glaube ich, relativ häufig trotzdem im 20-30-Spot unterwegs sein. 20-30-Spot oder aber auch auf jeden Fall auch Freitagsabendspiele, weil es ja drei Spiele sind. Ich glaube, die frühen Mittagstermine werden relativ wenig werden. Ja, noch nicht um 16 Uhr betrunken ins Bett. Alles gut. Okay, gut. Betrunken ins Bett gehen kann leider Gottes Max Finkgräfe momentan relativ früh. Wow, weil, das war jetzt mal eine Überleitung aus der Hölle. Ja. Aber ist okay, du machst aus allem was. Ich versuche Dennis Abwesenheit gerecht zu werden. Den hätten sich nicht mal Dennis getraut, glaube ich. Ja, Max Finkgräfe hat sich böse am Knie verletzt im Training. Keine Ahnung, wie viele Monate Ausfallzeit? Was meint ihr? Drei locker. Ist eine genaue Diagnose eigentlich raus oder nur Knieverletzung? Nein, nur Knieverletzung. Ja, dann scheint es ja zumindest nicht so böse zu sein wie bei Jakob Christensen, weil da haben sie es ja direkt rausgehauen, dass es ein paar Monate sind. Aber ich glaube, bei Finkgräfe hat man auch gesagt, dass er wie Kainz mehrere Monate ausfallen wird. Mehrere Monate, ja? Okay, na gut. Ja, wir kommen ja, glaube ich, nachher bei der Aufstellung ja nochmal drauf, ne? Genau. Was wir da so an Alternativen sehen und wir versuchen das auszugleichen, das wird auch nochmal spannend werden, ne? Dann gab es eine Verlängerung, die uns alle, glaube ich, sehr überrascht hat. Ich glaube, es ist keine Überraschung, wenn wir jetzt sagen, das ist ein Spieler, der jetzt nicht so oben hoch im Kurs drin steht. Aber Flo Dietz hat seinen Vertrag beim FC verlängert, der ja eigentlich komplett auf dem Abstellgleis stand. Ja. Ja. Okay. Was soll ich da sagen? Die Antwort ist ja. Ja. Also ich bin. Jetzt weiß ich natürlich, also keiner von uns weiß, was Vertragsbestandteile sind, wie viel der verdient, etc. pp. Also er wird sicherlich. Ja. Ich verstehe es nicht, man sagt vorher aber so, ja, das ist ein Spieler, den wir eventuell noch abgeben wollen, aber verleihen oder, also ich sag mal so, auf seiner Position hat sich keiner verletzt, ne? Nee, das ist richtig. Also ja, ich hab das noch nicht so ganz verstanden. Aber lass uns das Pferd doch mal von der anderen Seite aus aufzäumen. Was zeichnet denn Florian Dietz aus? Was ihn ausgezeichnet hat, war, dass er sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, dass er nie jemand war, der gemault hat, gemeckert hat, weil ihm Einsatzzeiten gefehlt haben, der sich da irgendwie öffentlich hochgespielt hat. Und in den Spielen, in denen er unterwegs war und gerade als das losging, wo dann auf einmal ein Herr A.M. Meinte, er müsste Champions League spielen und auf einmal ein Florian Dietz da auch durchaus zu Einsatzzeiten gekommen ist. Und auch in der, ich erinnere an das Tor gegen, gegen Fair war, ja, ne? Gegen ja, Fair war, genau. Ja, im Hinspiel. Also,
man kann ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er irgendwie ein Null-Performer ist, der sich irgendwie mit durchschleifen lässt, sondern er hat sich immer reingehangen und auch in diesem Spiel, wo er sich die Verletzung geholt hat, die ihn ja dann auch lange schachmatt gesetzt hat, das war ja auch so ein Ding, wo er eigentlich schon verletzt war und dann trotzdem immer weitergelaufen ist. Also fehlenden Einsatz kann man ihm nicht nachsagen und man kann ihm nicht nachsagen, dass er in irgendeiner Form sag ich mal, ein Stinkstiefel in der Mannschaft wäre und weil ich glaube jetzt nicht, dass er der Topverdiener beim 1. FC Köln ist. Er ist ein großer, bulliger Stoßstürmer und ob jetzt ein Steffen Tigges um so viele Welten besser ist als ein Florian Dietz, das wage ich auch mal zu bezweifeln und hier genau zu stellen. Ah, ich glaube, von Steffen Tigges werden wir noch das ein oder andere Positive in der Zweitligasaison zu sehen bekommen. Ich glaube, Steffen Tigges ist ein Terodde Reloaded. Der wird ein guter Zweitligastürmer immer sein, aber für die erste Liga wird es nicht reichen. Okay. Das ist so meine Vermutung, weil dafür hat er in der ersten Liga schon zu viel liegen lassen. Aber ich glaube, für die zweite Liga ist er auch mit seiner Spielart her prädestiniert. Ihr habt schon mitbekommen, wer jetzt neuer Zweitliga-Mitkommentator in der bei Sky beziehungsweise bei WOW sein wird? Ich nicht. T-Rod? Simon T-Rodde, ja. Oh, der wird ist direkt im Einsatz beim Saisonauftakt. Ah, super. Weil er auch beide gespielt hat, ne? Mhm. Super. Ja. Kann man sich ja das WOW nochmal anschauen. Bin ja ein paar Mal abgesprungen und hab dann eher auf Sport 1, ja, Olaf Thon oder wer da war, oder Peter Neuro war. Tusche. War der nicht Thorsten bei Sky? Tusche nicht bei Sky? Nee, Tusche ist bei, ach nee, warte mal, lass mich überlegen. Doch, stimmt, der ist auch bei Tusche. Wow bei Sky. Ja, stimmt, das waren eher die anderen. Peter Neurohrer und Olaf Thon sind bei Sport 1. Oder war es? Peter Neurohrer ist auch ein Argument, sich nur den Stadionton anzuhören, ne? Aber ja, gut, stimmt, alles klar. Nein, aber ich glaube, die Vertragsdetails, die kennen wir halt nicht und dementsprechend glaube ich, ist es für den FC eine günstige Sache, für Florian Dietz eine Chance. Die Argumente hast du eben alle genannt, Raik. Das ist zweifelsohne, der ordnet sich unter. Ich will noch ein Argument dazu bringen. Eventuell kannst du ihn auch wieder zurück in die zweite Mannschaft schieben, dass er bei der U23 mit seiner Erfahrung dann da auch wieder mithilft. Ja. Wäre halt auch genau, das meine ich ja. Also, ne, ich meine, du brauchst ja auch einfach Spieler, die dann vielleicht auch einfach sagen, so, ja, okay, alles klar, habe ich verstanden, ich gehe jetzt hier meinen Weg und ja. Ja, ich bin mal gespannt. Gut. Also ist jetzt nichts, wo wir uns irgendwie überdreht haben oder sowas. Das ist okay. Und wenn das Trainerteam da was sieht und die Hoffnung hat, dass er uns. Und wenn es das eine entscheidende Tor irgendwann in der Nachspielzeit, wenn er als Stoßstürmer noch reingeworfen wird und da den einen Kopfball noch setzt, wenn es das ist. Und wenn es allein dafür gut ist. Kaiserslautern in die dritte Liga zu schießen. Ja, zum Beispiel. Genau. Und dann ist der FC am 22.07. ins Trainingslager gestartet, ins meiner Meinung nach subjektiv zu spät terminierte Trainingslager. Wir werden sehen, was da mal rumkommt. Ja, es ist halt Erstliga-Zeitplan noch gewesen, ja, ne? Genau, ja. Ja, ist so eine Mischung aus für den Erstliga-Zeitplan zu früh, für den Zweitliga-Zeitplan zu spät. Aber das hatten wir an einer anderen Stelle auch schon mal erläutert, das Thema. Ich persönlich finde es einfach, die hätten eine Woche Regeneration am Geisbockheim noch gebrauchen können. So sind es nur ein paar Tage. So what? Wobei aber auch die Berichterstattung aus dem Trainingslager ja auch so war, dass das bei weitem nicht so ein Trainingslager war wie, keine Ahnung, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo sie da in Benidorm irgendwie unterwegs waren und da mit Medizinbällen in der Hand irgendwelche Berge hochgelaufen sind. Also es war ja wohl eher kein Trainingslager, wo sie komplett auf Fitness gepumpt haben, sondern wo es eher um die Feinabstimmung dann irgendwie ging. Insofern hat es dann reingepasst. Aber eigentlich war es wahrscheinlich schon so. Und das muss man, das ist ja genau dieser Konflikt, ne? Wenn du so eine Mannschaft bist, die immer mal wieder auch in Abstiegsgefahr kommen kann und du musst aber trotzdem deinen Zeitplan irgendwie 6 Monate im Voraus stricken, um da irgendwie ein vernünftiges Trainingsareal zu bekommen und um Hotelmöglichkeiten zu bekommen und dann steigst du halt dann doch ab, dann passt das vielleicht nicht so richtig zum Zeitplan dazu, aber wenn sie es dann entsprechend umgeswitcht haben, dann sollte das ja trotzdem funktioniert haben.
Schauen wir mal, sehen wir ja am ersten Spiel dann. Genau. Und im Trainingslager wurden dann auch, hatten wir eben schon mal erläutert, Hübers wurde zum Kapitän ernannt, Vizekapitän Marc Uth und im Mannschaftsrat sitzen Flo Kainz, Jan-Uwe Thielmann, Erik Martel. Ja, und mit Hübers und Uth zusammen, der Mannschaftsrat. Ich glaube, das sind alles Spieler, die wir da auch sehen. Vermisst ihr noch jemanden da drinnen, oder? Nö, ich hätte jetzt auch niemanden auf dem Schirm, wo ich gesagt hätte, der müsste da jetzt noch unbedingt rein. Das sind halt einfach mit Abstand diejenigen, die also jetzt mal von einem Torwart mit Obig Schweber abgesehen, die meisten Spiele machen werden für den FC. Und dann ist es auch in Ordnung, dass die in diesen Gremien sind und dass auch ein Timo Hübers als Kapitän unterwegs ist. Gut, damit wären wir mit dem ersten Teil schon mal durch. Wir haben jetzt die Timeline des Sommers durchgesprochen. Machen wir noch zur Vollständigkeit einmal die Ergebnisse alle zusammenfassen. Das war eben schon erwähnt gegen Rheingold Poll 18-0, gegen die Sportfreunde Siegen 6-0, gegen die Kickers Offenbach 3-1 und gegen Saint-Trudinse 3-0. Saint-Truiden, genau. Saint-Truiden. Ihr könnt das alle toll aussprechen. Ja, ne? Hm. Dann, das waren alles Siege. Jetzt kommt das einzige Unentschieden gegen Viktoria Köln, ein 3-3. Und auch dann, das Spiel, wo sich Flo Kainz verletzt hat, ne? Hm. Ja, genau, das war das. Und dann kommen jetzt... Wo Jan-Uwe Thielmann eine rote Karte kassiert hat. Wegen Notbremse. Ja. Ey, ich hab das nur gelesen. Was war denn da passiert? Notbremse. Klassische Notbremse. Ich weiß gar nicht, wer hat irgendwie in der Innenverteidigung, war es Pauli oder war es Batatukanda? Auf jeden Fall einer der Jungen. Der jungen Innenverteidiger hat einen viel zu kurzen Pass gespielt und dann ist der Viktoria-Spieler irgendwie dazwischen und ja, Jan-Uwe war dann halt im... Der war halt im Fight-Modus, ne? Und dann hat halt so, hey, nee, nix hier, auch nicht im Testspiel. Ne? Und dann musste er ja, glaube ich, gegen, war das nicht, das habe ich auch noch im Ticker gelesen, da kommen ja noch die anderen beiden Spiele, jetzt sagst du, beim Spiel gegen Swansea war er dann für ein Testspiel gesperrt, weil er da den Gelb-Rot oder Rote bekommen hat und musste auf dem Platz daneben Runden drehen, während wir das geil, Testspiel geil. Gemacht haben. Ich auch eine gute Maßnahme. Super. Aber gegen Swansea hat der FC 2-1 gewonnen. Und dann jetzt der letzte Test gegen Udine Calcio mit 3-2. Ja, und auch jeweils alte Bekannte wieder getroffen, ne? Bei ja. Udine war es Easy und bei Swansea war es Christensen. Christensen. Nee, Pedersen. Christensen hat sich in einem der beiden Spiele verletzt. Ja, genau. Der hat sich gegen Udine, glaube ich, der wurde ja eingewechselt und ist dann in der 83. wieder runter und da hat er sich den Kreuzbandriss dann geholt, ja. Und zur Vervollständigung haben wir noch die Torschützen. Das ist Lemperle und Adamian mit jeweils 3 Toren. Dietz und Downs jeweils 2. Lubicic, Heinz, Hübers 1 Tor. Und diesen Kantersieg gegen Rheingold Poll haben wir jetzt nicht bei den Top-Torschützen mit aufgelistet. Und Siegen hat es, glaube ich, auch rausgenommen, ne, oder? Siegen ist auch raus, ja. Genau, Siegen und Poll, ja. Bei den uns ernst. Ja. Genau. Das war so ein wenig der Rückblick auf den Sommer. Wenn ihr jetzt denkt, dass wir fertig sind mit unserer Saisonvorschau, dann habt ihr euch geschnitten. Weit gefehlt. Jetzt geht's erst richtig los. Wir wollen nämlich noch weitere 1,46 reden. Ja, vielleicht auch nicht. Wir versuchen es vielleicht ein bisschen kürzer zu bekommen, wobei ich glaube, dass diese Diskussionen, die könnten auch richtig ausufern, die wir jetzt noch auf der Uhr haben. Aber und ich genau starte deswegen, mal erst mit, genau deswegen übernimmt der Reik jetzt die Moderation. ich starte mal mit dem unkritischsten Thema rein. Wir wollen ja auch in dieser Saison wieder eine neue Saisonwette anbieten, wo ihr euch gerne einbringen könnt und wir haben jetzt schon ein paar Sachen dazu gesammelt, die werden wir euch jetzt gleich mal vortragen, was so unsere Ideen für die Saison sind und was wir damit machen wollen. Aber bevor man eine neue Saisonwette startet, muss man natürlich auch erstmal auf die alte Saisonwette einen Deckel drauf machen. Nachdem wir alles ausgewertet haben und die Zahlungseingänge uns angeschaut haben, sind aus der Saisonwette
2023, 2024 insgesamt 475 Euro übrig geblieben. Also dafür schon mal vielen Dank an alle, die sich da beteiligt haben. Und sehr, sehr schöne Summe, die da zusammengekommen ist. Und die habe ich just heute an die Stiftung des FCs überwiesen. Und da findet die hoffentlich einen guten Zweck und unterstützt da dann entsprechend die Ziele der Stiftung. Insofern können wir da jetzt einen schönen Doppelstrich drunter machen. Und dann können wir ja mal reinstarten in die Saisonwette für die Saison 2024-25. Da wir ja nicht das gesamte Team hier haben, dann darf ich jetzt erstmal stellvertretend für unseren Gründungsvater, den Dennis, seine Saisonspende einmal aufrufen, was er sich so ausgedacht hat, wofür er im nächsten Jahr Geld für den 1. FC Köln ausgeben will. Wette Nummer 1 ist, dass Dennis 1 Euro je Stürmertor bezahlen möchte in der nächsten Saison. Hat dann noch präzisierend dahinter geschrieben, Stürmer ist derjenige, der im aktuellen Spiel im Sturm aufgeboten wird. Ich finde das relativ viel Interpretationspotenzial offen. Schauen wir mal. Da werden wir doch Diskussionen führen. Ich höre die Diskussion jetzt schon. Nein. Ein Luca Waldschmidt ist hängende Spitze. Der war nicht im Sturm aufgeboten. Nee, der ist 10. Das ist eine 10. Der ist der 10er, genau. Ja, okay. Was unzweifelhafter werden wird, sind die 3 weiteren Wetten, die Dennis mit angeboten hat, nämlich einmal 5 Euro je Pokalrunde, da zähle ich die erste aber auch mit, insofern kann er schon mal 5 Euro in den Pott reinpacken. 19,48 Euro beim Aufstieg des 1. FC Köln und nochmal 19,48 Euro auch beim Aufstieg des 1. FC Köln, und zwar, beim Klassenerhalt, und zwar bei den Damen des 1. FC Köln. Erik, möchtest du deine Wetten selber aufrufen oder soll ich die einfach mal? Ich mach mal. Alles klar. Also, ich habe 3 Kategorien habe ich gemacht. Einmal die Kategorie FC. Bei Klassenerhalt des 1. FC Köln bezahle ich 11,11 Euro. Bei Aufstieg bezahle ich 19,48 Euro. Und damit es einmal einfach nur ausgesprochen wurde, Klassenerhalt ist Platz 4 bis Platz 15 und gegebenenfalls die Relegation mit nächstes Jahr zweite Liga. Klassenerhalt ist nicht Platz 2. Ich bezahle nur einmal dafür. Also entweder der FC bleibt in der zweiten Liga oder er steigt wieder auf. Und dann bezahle ich aber 1948. Dann ist das ein oder andere Mal ums Geisbockheim das Gerücht kursiert, dass John Córdoba vielleicht in der Winterpause zurück zum 1. FC Köln kommt. Und da habe ich gesagt gehabt, wenn Christian Keller das macht, dann ist mir das 1,11 Euro mal der Rückennummer von John Córdoba wert. 99. Ja, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Aber es wäre es mir Christian, wert. Christian, wenn du das hinkriegst, ne? Also dann gehen 90 Euro davon direkt an den 1. FC Köln. Das leiten wir 1:1 weiter, ne? Dann kannst du die Rücknummer direkt beeinflussen. Ja. So. Dann haben wir in der nächsten Saison oder habe ich in der nächsten Saison die Situation, dass ein Familienmitglied von mir gegen den 1. FC Köln spielt. Wir haben übrigens immer noch keine Karten für Münster, ne? So viel dazu. Ja, ich auch noch nicht. Ja, ich dachte. Also Joel. Nicht, dass ich Druck aufbauen will, Erik, ne? No pressure, aber mach dir mal einen Kopf, ne? Baust du nicht, Marco. Der prallt ab. aber für die, die es den Podcast heute das erste Mal hören sollten, Joel Kodowski ist mein Schwager, der spielt bei Preußen Münster im Sturm. Die sind ja aufgestiegen in die zweite Liga. Und sollte es irgendwie für den FC schlecht laufen, dann muss ich mich versuchen, irgendwie frei zu kaufen. Und das nicht nur mit einer Karte für Marco. Und deswegen sollte Preußen Münster nicht nur für Marco, für das ganze Team. Sprichst du denn jetzt hier in Einzahl? Hallo? Okay. Jetzt diskutieren wir noch. Machen wir off-air, okay? Ja. Also, sollte der 1. FC Köln gegen Preußen Münster verlieren, ist mir das 19,48 Euro Entschädigung wert. Und das sowohl bei dem Hinspiel als auch bei dem Rückspiel. Sollte mein Schwager ein Tor gegen den 1. FC Köln schießen, ist das 11,11 Euro
mir wert zum Freikaufen. Darf der dann jubeln? Sollten es 2 Tore werden, sind es 22,22 Euro und so weiter. Also pro Tor von Joel gegen den 1. FC Köln bezahle ich 11,11 Euro. Auch da sind Hin- und Rückspiel und gegebenenfalls Pokalspiel inklusive. Ob er jubeln darf, warum sollte er nicht jubeln dürfen? Weil sein Schwager FC-Fan ist? Die Frage ist, der war hier schon im Podcast. Ach so, ja, stimmt, das recht. Darf der nicht? Nein. Wenn der gegen den FC jubelt, wird's teuer für ihn. Oh, ich lese schon die Kommentare auf Twitter von Marco, wenn der dann irgendwie jubelt durchs Preußenstadion läuft und so. Ja. Der Wichs! Entschuldigung, der Typ, was will denn kein? War bei uns im Podcast und jubelt jetzt gegen den FC. Wir haben den erst berühmt gemacht. Genau, wir haben ihn groß gemacht. Er hat mir eine VIP-Karte besorgt und jetzt sowas. Jetzt jubelt der auch noch, was bildet er sich ein. Ja. So, genau. So, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, denn ich sage, ich bezahle 20 Cent pro Platz und pro Spieltag, die der 1. FC Köln vor Preußen Münster steht. Um das jetzt einfach mal kurz zu erläutern, also mal ein hypothetischer Fall, der 1. FC Köln ist vom ersten Spieltag an Tabellenerster und Preußen Münster vom ersten Spieltag an Tabellenletzter. Dann hätten wir 17 Plätze Differenz zwischen dem FC und Preußen und das wären dann 17 mal 20 Cent gleich 3,40 Euro und das Ganze mal 34 wären für mich dann maximal 115,60 Euro, die ich in dieser Konstellation oder halt runtergebrochen dann, wie es dann in der Realität nachher sein wird, bezahlen darf, wäre das ja für guten Zweck, deswegen mache ich das gerne. Und da es immer schön einfach ist, nicht anwesenden Leuten Aufgaben zu geben, Daniel, du darfst den Rechenmeister spielen. Transparenz hier, ne? Ich habe in unser Dokument dahinter geschrieben, Erik, das darfst du schön selber ausrechnen, das hast du, Daniel, sorry, aber das hast du jetzt mit Abwesenheit aufgedrückt bekommen. Da musst du jetzt durch mit dem Thema. Ich wollte dich schützen, ja? Also glaube wirklich, ich wollte dich schützen, aber jetzt steht da gleich im Dokument dahinter, Daniel zählt. Und das Schöne ist, wir wissen alle, dass Daniel, wenn er das hört, mit seinem Handy redet und flucht und danach eine Sprachnachricht in die Gruppe stellt. Ja. Der Daniel rechnet dann einfach falsch und du wirst einfach viel mehr bezahlen, als du hättest zahlen müssen. Aufgerundet 150 klar, Euro. Ja. So, nee, geil ist auch, da kommen nachher so 1200 Euro raus und dann denkst du so, sag mal, was habe ich mir denn da zurechtgerechnet in der Saisonvorschau vorhin? Eine Null ist doch nichts wert, hängen wir eine Null hinten dran. Ja. Genau. So, und dann, da man ja auch meine Liebe zum HSV kennt, habe ich natürlich auch noch ein bisschen HSV-Bashing für die Saisonwette integriert. Und zwar sage ich oder bezahle ich 11,11 Euro, wenn Marc Uth mehr Spiele macht, als Davy Selke Tore schießt. Und ich bezahle 50 Euro, wenn Steffen Baumgart am Ende der Saison 24-25 kein Trainer beim HSV mehr ist. Gut. Das sind meine Saisonspenden. Da haben wir ja ein bisschen was der HSV auch noch verursachen kann dabei. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, die 50 Euro kann er mir schon mal treuhändisch übergeben. Da können wir uns alle relativ sicher sein. Aber sei es drum, wir kommen ja nochmal zu den Saison. Der HSV macht jetzt irgendwie den FC-Move damals mit hier Markus Anfang, so am 32. Spieltag entlassen oder so ein Scheiß. Ja, nur weil die gesagt haben, ey, sag mal, da hat der eine im Trotzdem hier Podcast, der hat dagegen gewettet. Genau. Muss man so Trainer rausschmeißen. Rührt sich ja gar nichts. Ich habe mich ein bisschen entspannter gehalten, was die Komplexität meiner Saisonspendentipps angeht. Die 19,48 Euro bei Aufstieg, die habe ich auch mit in den Ring geworfen. Und nachdem ja Tim Lemperle in den Vorbereitungsspielen gut unterwegs war und ich ihm auch sehr hohe Chancen einrechne, dass er sich wirklich dauerhaft im Moment im Sturm festsetzen kann beim 1. FC Köln, habe ich dazu dann einfach noch mal die gefährlichere Wette von beiden mit reingeschmissen, nämlich 5 Euro je Tim Lemperle Tor, sowohl was Pokal als auch Liga angeht. Ja, und Marco, du hast es ja vergleichbar gemacht wie ich, ne? Ja, genau. Also ich habe auch Aufstieg des FC 19,48 Euro. Habe 5 Euro je Tor von Damien Downs
Und 5 Euro je Tor und Assist, also je Scorer von Marvin Obutz. Weil bei dem, das ist auch so ein Spieler, der hat ja in Essen eine unfassbar gute Saison letztes Jahr gespielt, war jetzt leider verletzt, also ein Teil der Vorbereitung. Aber das ist tatsächlich auch ein Spieler, da könnte ich mir vorstellen, dass der nochmal diesen nächsten Schritt doch nochmal geht. Und würde mich freuen. Sehr gut. Du hattest doch noch eben irgendwas gesagt gehabt, du bezahlst 500 Euro. Ja, genau, 7.000 Euro. Ja. Und jede gelbe Karte gibt 50 Cent Abzug oder ja, sowas. Genau. Ja, dann ist mir zu kompliziert, weißt du. Ich guck mir Daniel, erst mal Daniel rechnet doch. Nee, Daniel rechnet nicht. Wenn der Daniel rechnet, dann kommen da Werte raus. Der sagt dann, nimmt das dann mit irgendeinem Koeffizienten mal und wahrscheinlich mit dem UEFA-Koeffizienten des Köln. Und auf einmal hast du eine neue Hypothek auf deinem Haus. Ja, ja so, genau. Ja, ja. Also ich gucke erst mal an, wie der Daniel rechnet und dann werde ich das vielleicht zur nächsten Saison machen. Saskia ja, ist auch nicht im Call dabei, ne? Also, yeah. Also kann, Saskia kann gut rechnen. Saskia und Daniel, geben wir noch mal den Free Shot, dass sie das auch nach dem ersten Saisonspiel noch reinwerfen können, ja. Wenn wir dann 18-0 gegen den HSV untergegangen sind oder 12-0 gegen den HSV gewonnen haben. Dann ist es natürlich für die viel, viel einfacher, sich da vernünftige Wetten rauszusuchen, aber c'est la vie, damit gehen wir jetzt um. Ja. Okay, Thema Saisonwette zu. Jo. Dann springen wir noch mal von Saisonwette zur Saisonprognose. Saisonprognose 1. FC Köln. Legt mal los. Wo seht ihr uns denn? Wo laufen wir denn raus am Ende der Saison? Wird es so furchtbar werden, wie es vorher prognostiziert wurde? Wir werden gegen den Abstieg spielen. Wir werden eine Schalke-Saison machen und werden uns am vorletzten Spieltag gegen Magdeburg oder gegen Osnabrück war es damals, wo es Schalke, glaube ich, gesichert hat, reinkommen, werden wir irgendwo im grauen Mittelfeld verschwinden und können froh sein, dass wir da irgendwie austrudeln in der zweiten Liga oder gehen wir direkt wieder hoch? Was sagt ihr? Ja, ich tue mich tatsächlich sehr schwer damit. Ich hoffe, dass der FC im oberen Mittelfeld landet. Idealerweise vielleicht um den Aufstieg mitspielt. Das heißt jetzt nicht, dass wir für mich ein Aufstiegskandidat sind, denn ich bin da so unschlüssig. Also ich meine, du hast ja immer in dieser Zweitligasaison so ein Team, mit dem du nicht rechnest und das keiner so auf dem Schirm hat. Ich kann auch diese Hannovers und Darmstadts gar nicht einschätzen. Ja, bleib mal erstmal. Das wird nämlich der nächste Punkt. Ich habe gerade noch mal ein bisschen umgestellt. Ach so. Bleib mal beim 1. FC Köln. Noch nicht mal, wer sonst in der Saison dabei ist, sondern wie realistisch schätzt du die Chancen ein, dass wir da oben mitspielen? Also wenn ich einen Tabellenplatz tippen müsste, dann wäre es Platz 6. Okay. Wenn du sagen würdest, tippt man eine Region, dann würde ich sagen 1 bis 6. 1 bis 6 und du sagst, es wird 6. Ja, also manchmal ist es ja so, dass wenn du dann am Ende weißt, du steigst nicht auf, gehen ja manchmal auch Spiele nochmal verloren, wo du, weiß ich nicht, nur nach irgendwie, weiß ich nicht, die anderen haben irgendwie Abstand nach oben und dann ist zwischen Platz 4 und 6 nur ein Punkt oder zwei Punkte. Also jetzt nicht, wir werden jetzt nicht Sechster mit 17 Punkten Rückstand, aber ich würde sagen so ungefähr Platz 6. Okay, das heißt diese Gefahr, dass wir tatsächlich in der Zweitligasaison in einen ähnlichen Abstiegsstrudel geraten könnten, wie es Schalke passiert ist, siehst du Stand jetzt nicht? Ich glaube, das haben die Schalke auch gesagt. Und auch gedacht. Safe, ja. Aber ich glaube, die Schalke haben auch gesagt, sie spielen mit dem Kader locker um den Aufstieg mit. Und ich glaube, unser Kader ist qualitativ stärker als der Kader der Schalke und ausgewogener besetzt als der Kader der Schalke im letzten Jahr. Okay. Aber natürlich kann das passieren. Also wenn du eine richtig scheiße Saison spielst, steigst du am Ende ab. Haben wir letzte Saison auch gesehen. Ja, aber ich glaube nicht, nein, dafür ist da zu viel Qualität im Kader. Ich kann es mir nicht vorstellen. Man muss halt einfach an der Stelle sagen, Schalke
hatte letzte Saison einfach auch einen Zweitligakader schon. Ne? Also es ist kein Erstligakader, wer das, den Schalke 04 hat. Und dementsprechend ist es ein Zweitligakader und dann sind die ein bisschen in den Abstiegsstrudel reingerutscht, Negativspirale nach unten durchgerutscht. Aber das war nie eine Mannschaft, die irgendwie ganz oben mitspielen kann. Also das war eigentlich relativ schnell klar, so nach der ersten Hälfte der Hinrunde konnte man. Aber jetzt verfang dich mal nicht zu sehr bei Schalke, weil wir kommen ja, noch gleich auf das Ganze. Jetzt mache ich ja den Bogen zu uns. Bei uns sieht es ja ein bisschen anders aus. Wir hatten ja eben analysiert, wer alles geblieben ist. Und klar, wir dürfen keine neuen Spieler holen, aber die Spieler, die geblieben sind, trotz Ausstiegsklausel, die wir fest verpflichtet hatten mit Luca Waldschmidt, das sind alle Spieler, die helfen uns, wieder nach oben zu kommen. Und ich glaube, letzte Saison habe ich in der Rückrunde, als der Abstieg sich angebahnt hat, mehrfach gesagt gehabt, das hier wird, ich bin froh, wenn wir irgendwie am 32. Spieltag die Klasse gesichert haben. Das sehe ich jetzt nicht. Ich glaube, wir haben ein Potenzial, oben mitzuspielen. Ich sehe uns nicht auf Platz 1 und auch nicht auf Platz 2, aber ich sage so, 3 bis 6 ist möglich. Und halte ich auch für realistisch, dass wir in den Bereichen sind. Ich mag zwar keine Relegation, aber wenn ich durch die Relegation wieder aufsteige, super. Aber ansonsten haben wir halt einfach eine Saison im oberen Drittel und mit vielen Siegen und ein bisschen Spaß dabei. Und dann können wir uns aufstellen für den Aufstieg in der Saison 25/26. Geil, Leute, ich finde das total super, dass ich hier komplett die Antipode bilden kann und ihr so negativ seid. Leute, ey, ganz klar, Aufstiegstrain. Wir werden sowas von Erster in der zweiten Liga werden. Da führt für mich gar kein Weg dran vorbei. Schaut euch mal unseren Kader an. Kommt mir bitte nicht mit Düsseldorf und diesen ganzen anderen Pfeifenvereinen da um die Ecke. Mit dem Kader, wenn da nichts Dramatisches passiert und mit der Erfahrung, mit den Leuten, die wir da drin haben, spielen wir für mich ganz klar um den Zweitligameisterschaft. Hast du jetzt schon, die Saison hat noch nicht begonnen und du hast mit Finkräf und mit Kain schon zwei total schwerwiegende Verletzungen. Ja, aber du hast der linke Flügel, okay, das kannst du. Ja, wir kommen ja gleich noch auf die Aufstellung, aber trotzdem, wenn du dir mal anschaust, was wir da für eine Jungs rumzulaufen haben und wie wir jetzt gerade da aufgestellt sind und dann ab Winter noch zusätzlich verpflichten können. Für mich ganz klar Mission Wiederaufstieg. Und für mich auch eigentlich ganz klar Platz 1. Boah, ja, also. Und weil, ich meine, der Rest, okay, ich erwarte noch so, wenn wir jetzt gleich, da können wir ja mal überleiten, dann jetzt zu dem Thema, welche drei Teams steigen auf. Das ist ja die nächste Frage, die ich noch reingestellt habe. Es wird, wie immer, wie du schon gesagt hast, Marco, es wird immer eine Überraschungsmannschaft geben, die da oben mitspielt, die man vorher nicht so richtig auf dem Zettel hatte. Ist aber ganz klar, aus meiner Sicht gibt es drei Mannschaften, die sich um die das Thema Zweitliga-Meisterschaft balgen werden. Das wird aus meiner Sicht der FC, das wird der HSV und das wird Hertha. Vorausgesetzt, sie verlieren nicht jetzt Tabakovic noch. Das könnte natürlich nochmal zu einem Bruch irgendwie führen. Und dann werden sich dahinter so zwei, drei Mannschaften einsortieren, die man auch da oben erwartet im Moment, wie 96, wie auch Fortuna Düsseldorf. Mein Überraschungstipp für dieses Jahr wird der KSC sein. Aber das sind so die Mannschaften, die da oben unterwegs sind. Also wenn ich die ersten drei Mannschaften tippe, dann für mich ganz klar FC auf 1. Dann wahrscheinlich die Überraschungsmannschaft, also in dem Zuge dann der KSC auf 2 und bei der Relegation bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Wahrscheinlich wird es wieder der HSV werden. Das sind so meine drei Mannschaften, die ich da oben sehe. Also ich bin absolut optimistisch für die Saison und ich bin da sehr, 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 also fast schon entspannt. Das macht mir ein bisschen Angst, aber fast schon entspannt, dass wir da gut durchsliden werden durch das ganze Thema. Jetzt seid ihr platt, oder? Ja, also ich gebe dir recht, dass der FC vom Kader her wahrscheinlich unter den ersten vier ist. Ich bin aber auch beim Erik, weil ich sehe da genau nämlich diese Bruchstellen, wo ich nicht weiß, wie sich so ein Downs akklimatisiert, wie sich ein Obuz akklimatisiert, welche Rolle können diese ganzen Youngster spielen,
können die eben diese Angriffe auf die, ich sag mal, Stammspieler starten und sorgt das dafür, dass der FC eben den Kader noch besser hat? Oder ist es nachher so, dass wir nachher sagen, ja, zu Saisonbeginn sind Finkgräfe, Christensen, noch Christensen und Kainz ausgefallen. Das waren, also ich sag mal, Christensen ist jetzt kein Stammspieler, aber mit Kainz und Finkgräfe haben wir definitiv zwei klassische Stammspieler für den ersten Spieltag gehabt. Und ich sehe uns deshalb nicht im klaren Aufstieg, weil ich halt glaube, dass die zweite Reihe noch nicht so stark ist. Die Einwechselspieler, die tendenziellen. Ja, aber wer ist denn stärker vom Kader her? Also wen siehst du denn da, der uns, wer sind denn drei Teams aus dem bisherigen? Klar, wir sind noch nicht am Ende der Transferperiode, klar, die Saison startet jetzt kurzfristig, aber wen siehst du denn da stärker als uns? Also ich glaube, ein Wörtchen mitsprechen werden wird der HSV. Düsseldorf, also ich glaube nämlich, dass es dieses Jahr gar nicht so den klaren Aufsteiger Nummer 1 geben wird. Es gibt nämlich in meinen Augen viele Teams, Hertha, Düsseldorf, HSV, auch den FC, aber auch Schalke. Und dann halt diese, ich sag mal, ein, zwei Teams wie ein KSC oder keine Ahnung, welche Rolle wird Nürnberg spielen mit Miroslav Klose? Keine Ahnung, welche Rolle wird Darmstadt spielen? Das ist mir alles zu unsicher. Ich habe auch noch nicht ein Spiel vom FC wirklich über 90 Minuten von den Testspielen gesehen. Und das sind auch alles Testspiele. Das kannst du auch alles nicht so für bare Münze nehmen. Das sind ja in der Regel Spiele, wo du nicht irgendwie 90 Minuten, also da spielt ja selten ein Spieler mal 90 Minuten durch. Also Julian Pauli hat mal 90 Minuten durchgespielt. Aber ansonsten wird er ja immer nach, weiß ich nicht, 45, 60 Minuten der große Wechsel. Das ist ja auch immer kein unfassbarer Maßstab. In welchem Vorbereitungslevel waren deine Gegner? Und. Ich gehe in dieses erste Spiel gegen den HSV mit sehr, sehr, sehr vielen Fragezeichen. Und das kann richtig gut werden, das kann aber auch richtig in die Buchse gehen. Und deswegen, wie gesagt, ich sehe da halt so sechs Teams, die um den Aufstieg spielen. Würde mich natürlich unfassbar freuen, wenn der FC aufsteigt und wir sind die dann als der lachende zweite, dritte, erste aufsteigt. Wäre jetzt aber auch nicht unfassbar traurig, wenn wir nur Vierter oder Fünfter wären. Dann ist das so, dann müssen wir nächstes Jahr Gas geben, dass wir nächstes Jahr aufsteigen. Aber ich bin bei dir, ich sehe uns zumindest im Aufstiegsrennen. Gut, Erik. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit dieser Liga hier. Ich bin da komplett bei Marco, das ist eine sehr durchmischte Liga. Und wenn ich mir die Liga angucke, ich glaube, es sind ein paar Überraschungsmannschaften dabei. Für mich ist Hannover zum Beispiel eine komplette Wundertüte. Hannover kann durchaus oben mitspielen. Die Qualität sollte im Kader da sein. Aber dadurch, dass Kind ja jetzt per Gerichtsurteil nicht mehr der Geldgeber ist oder nicht mehr das alleinige Sagen hat bei Hannover, kann das auch eine Bombe werden bei denen, die da implodiert und der Verein richtig abkackt und nach unten abschmiert, wenn der sich mit allem rauszieht. Deswegen Hannover finde ich schwer einzuschätzen. Karlsruhe war für mich letzte Saison schon so ein Überraschungsmannschaftskandidat. Sind die nicht gerecht geworden? Ich glaube, Düsseldorf und Darmstadt sind zwei Vereine, die du auf jeden Fall auf dem Schirm haben musst. Hertha, wenn Tabakovic bleibt, aber auch anders, glaube ich, hängt aber stark. Sieht aber ganz gut aus. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen parallel gegoogelt. Also offensichtlich wird er wohl da bleiben. Ja. Hängt aber auch sehr stark davon ab, wie die jetzt die Verletzung von Fabian Rehse kompensieren können, weil der ja schon ein Spieler bei denen letzte Saison war, der den Unterschied gemacht hat. Schalke ist immer mit zu rechnen, auch wenn ich eben gesagt habe, dass es ein Zweitligakader ist. Aber da kann natürlich auch durch Emotionen, durch die Macht des Vereins, durch die Macht der Fans in der Arena einiges ins Rollen kommen, dass das eine Eigendynamik annimmt. Das Gleiche gilt natürlich auch für den HSV.
Ich glaube aber auch, dass Greuther Fürth eine Mannschaft sein wird, die wie immer und wie jedes Jahr unterm Radar schwimmt und die oder fliegt, die aber durchaus auch ein Wörtchen nach oben hin mitreden kann. Und gleiches gilt für Paderborn. Und das macht diese Liga hier so gefährlich, weil du hast die großen Vereine, Köln, Schalke, Hamburg, von mir aus auch Düsseldorf, von mir aus auch Hannover, Kaiserslautern. Und dann hast du aber die kleinen Vereine mit Paderborn, mit Greuther Fürth, die da wirklich auch Bock haben und das auch immer wieder gezeigt haben, dass sie es gut können, die Großen zu ärgern. Und deswegen, glaube ich, sind das so zwei Beispiele, die oben wirklich mit reinpieksen können. Und das sind halt auch diese Überraschungsmannschaften, die du halt jedes Jahr mit dabei hast. Deswegen, ja, also ich sehe uns da keinen Durchmarsch machen. Ich sehe uns nicht direkt wieder nach oben kommen und ja. Dann bin ich hier der Zweckoptimist. Das ist in Ordnung. Da kann ich sehr gut umgehen mit dieser Rolle. Ja, es ist schon, also ich möchte ja nicht in dieses die beste zweite Liga aller Zeiten Gedöns von Sport 1 da irgendwie verfallen, aber ich glaube, also selbst wenn ich mich mal in die Situation reinversetzen wollen würde, dass ich zu keiner Mannschaft irgendwie eine tiefere, engere Beziehung führen würde. Und ich gucke mir einfach mal an, was in der ersten Liga abgeht und was in der zweiten Liga abgeht. Ich glaube, ich werde in der nächsten Saison deutlich mehr Zweitligaspiele als Erstligaspiele sehen. Definitiv. Das ist schon, schon spannend. Es macht halt einfach mehr Spaß, die zweite Liga zu gucken, weil du echt jeden Spieltag geile Partien da hast. Ne? Und ich finde die zweite Liga auch einfach mittlerweile, war letztes Jahr schon, aber dieses Jahr noch viel mehr, viel geiler zum Gucken von den Emotionen her. Gut, wollen wir mal ganz kurz, es gehört meines Erachtens nach dazu in der Liga, wenn wir uns um die, wenn wir über die 3, 4 Teams oder 5 oder 6 Teams reden, die aufsteigen, habt ihr irgendwelche Abstiegskandidaten, wo ihr sagt, die gehen ganz safe wieder runter? Ja. Willst du mal starten, Erik? Klar, hast du immer dabei, die drei Aufsteiger sind natürlich Kandidaten, die um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Insbesondere, weil Ulm und Münster ja beide auch den Durchmarsch durch die dritte Liga gemacht haben. Dass die beiden jetzt nichts anderes als Ziel Klassenerhalt haben können, ist, glaube ich, klar. Regensburg ist auch eine Fahrstuhlmannschaft, zweite Liga, dritte Liga, die als Aufsteiger über die Relegation es natürlich auch wieder schwer haben wird, in der Liga drin zu bleiben. Ich hatte eben schon Hannover angedeutet, die können, wenn das da wirklich implodiert, auch ganz nach unten durchrutschen. Die waren jetzt auch keine überzeugende Mannschaft in den letzten Jahren. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass da, wenn das Martin Kind-Ding jetzt wirklich komplett nach innen losgeht, dass das bei denen auch ganz nach unten geht. Und für mich ist auch hier das zweite Jahr das schwerste Jahr. Elversberg wird mit unten drin hängen. Und hier will ich mich auch festlegen im Vergleich zu oben. Will mich hier festlegen, runtergehen werden dementsprechend Elversberg, Ulm und Regensburg. Das ja eine konkrete Wette. Marco, wie schaut's bei dir? Ähnlich wie oben, ja, also ich kann Eintracht Braunschweig auch gar nicht packen. Ist für mich auch immer so ein Team, die haben ja letztes Jahr auch unfassbaren Dusel gefühlt gehabt. Auch gerne da ganz unten mit dabei, ja. Ja, also ich kann Ulm, Regensburg und Münster, also Münster kann ich zumindest so ein bisschen greifen, weil die ja nun mal Regionalliga West gespielt haben und das einfach ich hier regional einfach viel mehr im Auge habe. Aber Regensburg, ja, Fahrstuhlmannschaft stimmt. Also ich würde tippen auf Braunschweig, Elversberg und Ulm. Ja, Elversberg habe ich genau die gleichen Vibes, die ihr gerade gesagt habt. Glaube, dass es tatsächlich in dieser Saison Magdeburg wieder erwischen könnte, dass die nochmal wieder runter durchgereicht werden. Und dann wird es entweder Münster oder Ulm werden, einer von den beiden, je nachdem, wie sie sich irgendwie da machen können. Aber wie gesagt, bei Elversberg habe ich auch dieses zweites Jahr
ganz schwierig bei Magdeburg. Die sind ja im letzten Jahr, haben sie ja bloß einmal die Kurve gekriegt. Die hängen ja auch immer so an diesem Nukleus dazwischen, und Ulm und Münster wenig Gefühl zu dem ganzen Thema. Hast du mitbekommen, wen Münster verpflichtet hat? Aminido. Nein, Etienne Aminido. Ach so, Etienne Aminido von St. Pauli, ja. Okay. Der spielt jetzt nächste Saison in Münster. So, direkter Konkurrent zu Joel, oder? Ja, ja, gleiche Position. Okay. Aber ich habe mit Joey drüber gesprochen und der meinte so, er findet es gut, das macht ihn stärker und du brauchst in der Liga halt auch viele Spieler, also 16, 17 Spieler, gleich starke Spieler, und deswegen, er freut sich darüber und er kann von ihm auch lernen. Was soll er auch anderes sagen, ne? Ja, im Familienkreis kann er mir auch was anderes sagen, was ich dann hier nicht veröffentlichen würde. Okay. Aber er ist halt wirklich sehr positiv, steht er dieser Verpflichtung gegenüber, obwohl es die gleiche Position ist. Ja, klar, ist er ein erfahrener Zweitligastürmer, insofern das kann schon durchaus was bringen. Deswegen. Apropos Stürmer, wo wir schon bei dem Thema sind, wer wird denn aus eurer Sicht der beste Torschütze des 1. FC Köln werden? Ich beschränke das mal bewusst auf nur Ligaspiele und nur auf Ligaspiele. Also Pokal lassen wir mal raus, sondern bester Torschütze in der zweiten Bundesliga für den 1. FC Köln. Also wenn Luca Waldschmidt ansatzweise fit bleibt, sehe ich Luca Waldschmidt. Okay. Weil du wirst immer, also wir spielen ja mit Raute und dann mit zwei Offensiven. Und ich sehe Luca Waldschmidt einfach neben einem Lemperle, einem Downs, einem Tigges, einem Dietz, wem auch immer, da vorne als mitspielendem Stürmer. Und da werden qua seiner Möglichkeiten genug Dinger runterfallen. Steffen Tigges. Okay. Leute, hört auf, ich will auch lachen. Ja, klar. Wäre auch meine erste Wahl gewesen. Ja, ja, klar, logisch. Direkt vor Flo die zweitbeste Torschütze. Okay. Ja, wir unterhalten uns am Saisonende. So. Klar, machen wir natürlich. Und auch zwischendrin vielleicht hoffentlich noch ein, zweimal. Ich bleibe bei Tim Lemperle. Ich finde, der hat sich in den Vorbereitungsspielen da so reingespielt und ist in der Zeit bei Fürth da auch so gewachsen, auch wenn er da nicht am Anfang sehr erfolgreich war und nachher am Ende hat es so ein bisschen geschwächelt, was aber auch ein bisschen das grundsätzliche Problem bei Fürth war. Die haben ja dann irgendwann nachher am Ende komplett abreißen lassen. Mich hat das einfach überzeugt, wie er sich da weiterentwickelt hat. Und die Saisonwette, ich habe sie ja nicht umsonst abgegeben. Das war ja genau der Punkt, zu sagen, dass ich da am meisten Potenzial bei ihm sehe und dass das Thema bester Torschütze für ihn schon durchaus was werden könnte. Außer John Córdoba kommt natürlich in der mit der Trikotnummer 99 in der Winterpause und macht dann in der Rückrunde auch nochmal 25 Tore. Dann könnte ich mich vielleicht nochmal umstimmen lassen, aber das darüber reden wir dann nochmal in der Winterpause. Ja, ich hoffe, dass dann einer von euch auch den Mut hat, eine harte Wette zu machen, John Córdoba für die Saisonspende. Wir sollen die Ablösesumme von John Córdoba mit der Saisonspende bezahlen, oder was meinst du? Ja, das wäre natürlich auch großartig. Genau. Der Junge wird ablösefrei sein. Nein. Ja. 25 Tore bezahlt ihr so und so viel Euro. Ja, super. Das können wir machen. Wenn der in der Winterpause tatsächlich kommt, dann lasse ich mich auf jeden Fall zur Naturwette für John Córdoba hinreißen. Das glaube ich auch. Also da wäre ich auch bereit. Wenn Córdoba tatsächlich kommt, dann bin ich da bei einer Wette dabei. Okay, jetzt mal seitdem. Also du hast es ja in die Saisonwette reingebracht, aber für wie realistisch haltet ihr das? Also ich sehe die Chance bei weniger als 10%, dass das funktioniert. Auch wenn er da unbedingt weg will und auch wenn ihn das unbedingt nervt, aber die zahlen ihm doch da so uferlos viel Geld. Damit kann der 1. FC Köln noch meines Erachtens nach gerade in diesem verordneten Sparkurs und in dem Gehaltsgefüge, was man jetzt aufgebaut hat, wo man nicht mal die Gehaltsanforderungen, offensichtlichen Gehaltsanforderungen eines Davy Selke bezahlen möchte, obwohl der hier schon vor Ort ist und obwohl die Stufe ja geringer ist, den zu verpflichten, da reden wir doch bei Córdoba von einem Faktor 3-5 von dem, was ein Davy Selke haben will. Und weiß ich nicht. Wie sollen wir den bezahlen?
Das hängt davon ab, wenn Córdoba einfach nur noch mal Bock hat, Fußball zu spielen und sich an seine erfolgreichste Zeit zurückerinnert, dann ist er auch bereit, auf Gehalt zu verzichten. Ne? Und ich glaube halt einfach, der hat keinen Bock mehr. Wo spielt der? In Russland oder sowas? Ne? Russland, Krasnodar. Krasnodar. So, und der hat einfach keinen Bock mehr. Die zahlen ihm halt irgendwie, keine Ahnung, 5 bis 6 Millionen Euro. Ja, aber vielleicht gehört er ja zu den 5 bis 10% der Spieler, die dann sagen, hey, ich habe jetzt so viel Geld verdient und jetzt spiele ich nochmal fürs Herz oder irgendwie sowas. Hm. Kann doch alles sein. Und ansonsten muss man halt einfach auch sagen, das siehst du überall, neue Arbeitskräfte zu bekommen, ist gehaltstechnisch in der Regel immer teurer, als vorhandene Arbeitskräfte den Vertrag zu verlängern. Und das ist nicht nur beim Fußball so, das ist in der freien Wirtschaft auch überall so. Eine Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung durchzubekommen, wird sich oftmals gegen gewehrt. Und wenn du einen neuen Mitarbeiter dann einstellst, weil die Kollegin, der Kollege den Arbeitgeber wechselt, dann bezahlst du mehr als das, was die vorherige Person gefordert hat. Vielleicht ist das ja hier auch der Fall. Und wie soll uns das in der Logik helfen? Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Oder stehe ich da gerade im Schlauch? Dass der FC bereit ist, mehr für Córdoba zu bezahlen, als Davy Selke. Weil man ihn schon kennt. Als Davy Selke gefordert hat, der Vergleich zu Davy Selke. Ach so, okay. Du meinst es in Bezug auf Davy Selke. Ja, okay. Wobei bei Córdoba ja auch so das Thema war, das wurde ja in der Vergangenheit auch gerade mit diesem Wechsel dann irgendwie nach Krasnodar ja auch in Verbindung gebracht, dass Spieler, die aus vergleichbaren Regionen kommen, wie zum Beispiel bei ihm mit Kolumbien, wo er in einer wirtschaftlich sehr, sehr schwachen Region irgendwie aufgewachsen ist, dass er sich schon sehr, sehr klar sagt, hey, das ist hier mein Job und ob ich den in Köln mache oder in Malaga oder in Krasnodar, für mich ist das Wesentliche, wie viel Geld verdiene ich, damit ich irgendwo meine Heimatregion unterstützen kann und dafür Geld verdienen kann. Insofern glaube ich schon, dass da der finanzielle Aspekt vielleicht schon eine etwas größere Rolle spielt und er dann nicht sagt, okay, jetzt baue ich mal dieses eine Kinderkrankenhaus in meiner Heimatregion nicht, damit ich wieder fürs Gefühl beim FC spiele. Aber das ist natürlich alles Spekulation. Ne? Das ist natürlich auch alles so ein bisschen Fußballromantik gedöns drumherum, kann man nicht so viel zu sagen. Also ich halte die Wahrscheinlichkeit trotzdem, dass John Córdoba in der Winterpause zu uns kommt, für sehr, sehr gering. Aber dafür finde ich die Wette sehr, sehr angenehm, weil wenn das passiert, hey, c'est la vie, dann lass mal machen. Genau. Ich hätte nichts gegen, wenn er uns nochmal aus der zweiten Liga hochschießt. Er ist ein prima Kerl. Ja. Hast du da eine Meinung zu, Marco? Ich glaube, dass die Frage bei diesen ganzen Spielern aus Russland ist ja, gilt diese Transfermöglichkeit für die immer noch? Ja, die gilt immer noch. Ihre Vereine immer noch verlassen? Das gilt immer noch, weil der HSV hat ja den Hatzikadunic, der bei Rostov unter Vertrag ist, dass es immer noch, dass diese Regelung verlängert worden ist, dass wenn die Spieler das verlangen, dass sie sich verleihen lassen können für diese eine Saison. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, ne? Aber keine Ahnung, ich glaube auch der FC wird ganz genau gucken, wie man durch die Saison kommt, spielerisch. Und dann schauen, ob es überhaupt notwendig ist, da auf dem Sturm im Winter nachzuverpflichten. Weil das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Also ich meine, du musst ja nicht um jeden, also wenn du jetzt, weiß ich nicht, du bist Zweiter und im Sturm funktioniert's, da musst du ja nicht auf Krampf da irgendeinen Spieler im Winter kaufen. Und ich glaube, auch wenn man das Geld hat, muss man damit trotzdem weiter gut haushalten. Und ich bin gespannt. Also das Córdoba-Gerücht gab's schon öfter und länger, aber ich kann es mir ehrlicherweise auch noch nicht so ganz vorstellen. Was ist mit dem Podolski? Wann geht der zurück? Ja, genau. Nicht. Gut, dann lasst mal von der saisonweiten Wette oder beziehungsweise von der saisonweiten Vorausschau nochmal auf Freitag fokussieren. Startelf gegen den HSV. Ich hatte ja schon mal bei uns in die Gruppe eine Startelf reingestellt, habe ich da schon ein bisschen frühzeitiger mal committed und gesagt, hier, so denke ich, so sieht's aus. Die würde ich jetzt gerne mal mit euch diskutieren und lass uns mal versuchen, irgendwie auf eine aus unserer Sicht realistische und gute Startelf gegen den HSV zu kommen. Ich habe es jetzt in einem 4-4-2-System aufgestellt,
Ich glaube, beim Torwart brauchen wir nicht lange diskutieren. Das ist, das wird Jonas Obrich werden. Oder habt ihr da irgendwie eine abweichende Meinung? Nö. Das, ich glaube, da hat sich der FC ja auch committed, ne? Okay. Ja, der ist also gesetzt. Dass Timo Hübers, solange er sich nicht irgendwie verletzt, noch vorm Spiel als einer der Innenverteidiger gesetzt ist, ist, glaube ich, auch relativ klar. Ich glaube, da gibt es auch keine großen Diskussionen. Ja. Zweite Innenverteidigerposition wird aber jetzt spannend werden. Und da hatten wir ja schon mal den Julian Pauli benannt. Was meint ihr, wird er es werden? Eben, ich glaube, da wird es sehr darauf ankommen, wer, ob Paccarada hinten links, also links außen fit ist. Mhm. Was ich ja aktuell nicht glaube, weil der ist ja noch gar nicht so lange im Training. Und Julian Pauli hat ja auch bei dem Testspiel gegen Swansea durchgespielt oder gegen Swansea durchgespielt. Gegen Swansea durchgespielt und gegen Udinese wurde er dann, glaube ich, gegen Heinz ausgetauscht oder sowas. Genau, mhm. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Julian Pauli neben Hübers startet und Dominik Heinz auf links geht und Carstensen dann auf rechts. Gut, das wäre ja genau die Aufstellung, die ich da auch in meiner Konstellation vorausgesehen habe, weil ich nämlich auch nicht davon ausgehe, dass Paka schon wieder so fit sein wird und so einsatzbereit sein wird, dass er dann eher sagen wird, okay, ich muss auf jeden Fall in irgendeiner Konstellation mit einem der Neulinge in der Innenverteidigung starten und dann nehme ich mir Heinz lieber auf die Linksverteidigerposition. Ja, bin ich bei euch. Könnte ich mir auch vorstellen. Also, sehe ich genauso, wie ihr es gerade gesagt habt. Okay. Gut, in dem 4-4-2, was ich jetzt rausgemalt habe vorher, haben wir zwei zentrale Spieler, beziehungsweise wir haben ja eigentlich ein Thema, dass das jetzt in der Vorbereitung häufig mit einer Raute gespielt wurde. Ich glaube, Martel als Sechser sollte auch gesetzt sein, oder? Ja, Martel als Sechser ist gesetzt. Und daneben dann Hüseyin Basic. Auf der Acht? Naja, also beziehungsweise vorgerückter dann eher, ja. Ja, genau, vorgerückt dann Hüseyin Basic. Mhm. Und bei den Außenpositionen bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich glaube auch, dass Ljubicic startet. Könnte mir aber vorstellen, dass Tiedemann statt Meiner spielt. Also du hast ja Meiner hier aufgeschrieben. Ich hatte Meiner auf der linken Flanke und Ljubicic auf der rechten Flanke, ja. Mhm. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass anstatt Meiner, also Ljubicic auf links geht und auf rechts dann Tiedemann. Mhm. Okay. Und dann Lemperle, Waldschmidt sehe ich auch als Stürmer Startpositionspaar. Erik, andere Meinung? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das passt. Also, was ja jetzt auch nochmal irgendwie um die Ecke kam, war das Thema, dass Carstensen jetzt beim letzten Training nicht dabei war, dass es auch eventuell sein könnte, dass auch Struber darauf setzt, Thielmann dann auf der Seite rechts hinten einzusetzen, falls Carstensen nicht fit sein sollte. Da muss man natürlich sagen, da haben wir, im Zweifel noch einen Maiko Weschenbach, der rechts hinten aushelfen kann. Aber da haben wir eigentlich mit Carstensen genau das Thema, dass wir jetzt, nachdem Benno Schmitz abgegeben wurde, wir eigentlich nur einen nominellen Rechtsverteidiger haben. Ja, ich glaube, da könnte Ljubicic auch aushelfen. Könnte er auch, ja. Ja, aber dann weißt du, dann fängst du schon wieder an mit diesem Thema, dieses Rotieren, Fachfremde und ja, klar. Aber ich glaube, du hättest auf jeden Fall aufgrund der Situation, dass du keine Spieler verpflichten kannst, dort eine Möglichkeit, fachfremd auszuhelfen. Ja, klar. Also deswegen, da mache ich mir, also ich mache mir mehr Sorgen in der Offensive, wenn da Leute ausfallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aus letzter Saison heraus vielleicht gebrandmarktes Kind, keine Ahnung. Ja. Aber okay, ansonsten klingt es ganz gut, wie die Aufstellung so ist. Sollte für den HSV reichen. Ja. Dann werde ich das nochmal aktualisieren und werde das nochmal bei uns auf den X und auf den Blue Sky Account draufstellen. Mit dem Wechsel Ljubicic auf die Meiner Seite, Meiner dafür erstmal auf die Bank und dafür Thielmann rein, wenn Carstensen fit ist. Da kann man gut mit dem. Ich muss auch nochmal die Ersatzbank ein bisschen bearbeiten. Christensen wird daher mit Sicherheit nicht sitzen. Ja. Aber das kriegen wir schon halt hin. Dann habt ihr da nochmal unsere Vorstellung, wie der FC zum Saisonauftakt dann da sein wird. Das wird sich natürlich alles ein bisschen
nochmal durchmengen, gerade auf der linken Seite, wenn dann Finkgräfe und Kainz wieder fit sind an der Stelle. Aber ich glaube, da sind wir nicht so schlecht aufgestellt. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr optimistisch, was das Thema angeht. Ich glaube auch, also da haben wir schon mal schlechtere Aufstellungen gehabt. Denke ich auch, gerade in der zweiten Liga. Ja. Jo. Jo. Ich bin durch mit meinen Themen. Ach nee, stopp. Der Tipps. Wie tippen wir denn? Wer möchte denn vorpreschen? Tipp FC gegen den HSV. Also, ich hoffe auf ein 3-1. Ich glaube, ein 1-1. Okay. 1-1. Dann hänge ich nicht mal hinten mit dran. Ich glaube, also der HSV hat ja in der in ersten Saisonspielen, jetzt auch gegen Schalke zum Beispiel, letzte Saison, haben sie ja immer ganz gut performt. Ich glaube, die sind aber noch nicht wirklich gefestigt. Gerade Bobby Glatze wird denen fehlen. Ich glaube, Selke wird zwar motiviert sein, aber noch nicht so richtig auf der Höhe sein. Die sind defensiv relativ stark in ihren Vorbereitungsspielen gewesen. Insofern glaube ich nicht, dass es ein Kantersieg werden wird, aber ich sag, wir gewinnen das Ding 2-0. Selke wird relativ früh verletzt ausscheiden. Bekommen oder was? Das ist eine Hinrunde mit ihm. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das wird ein wildes Sauspiel werden. Ich glaube, die wollen beide einfach aggressiv nach vorne spielen. Und es wird entweder ein 3-2 oder ein 4-3 für den FC. Also es wird auf jeden Fall viel passieren. Und ich traue auch dem Hamburger Torhüter, ich weiß gar nicht, wie er heißt, auch zu, dass der den einen oder anderen Patzer noch macht. Und, Matteo Raab ist das. Raab die Eins. Heuer Fernandes. Heuer Fernandes noch zwei, da ist er immer noch in Rede, dass er irgendwie wechselt. Ja? Ja. Ich habe heute irgendwie gehört, dass Heuer Fernandes Nummer 1 sein soll. Ja, aber selbst dann ist Heuer Fernandes auch immer einer, der für ein gegnerisches Tor gut ist. Also das kann aber auch nur sein, weil Matteo Raab irgendwie in den Vorbereitungsspielen noch nicht wirklich fit war. Aber eigentlich hat sich Baumgart sehr, sehr klar mit Matteo Raab irgendwie committed. Und Heuer Fernandes auf 2. Und da ist ja immer noch in Rede, dass Heuer Fernandes eventuell auch noch den Verein verlassen sollte. Hm. Ja. However, ich glaube, der FC macht das Ding, werden viele Tore fallen und es wird ein knappes Ergebnis werden. Okay. Noch eine schöne Saisonvorausschau. Ich höre gerade parallel, auch wenn ich mit Hertha ja eigentlich nicht viel an dem Hut habe, aber es gibt einen sehr schönen Podcast, der nennt sich Ha-Ho-Hä. Und allein, weil der Untertitel ist großartig. Jeder Verein hat mal ein schlechtes Jahrhundert, ist der Untertitel. Ja, und ich finde ihn auch sehr unterhaltsam. Ich finde auch die Zusammenstellung der Jungs sehr, sehr unterhaltsam, die sich da unterhalten und die da ein bisschen so die Geschichte von Hertha so ein bisschen aufarbeiten, gerade so die letzten Jahre. Die sind jetzt gerade irgendwie bei der Saison, wo da müsst ihr euch mal daran erinnern, ne? In der Saison, wo Wolfsburg Meister geworden ist, stand Hertha bis 3 Spieltage vor Schluss auf Platz 1. Die wären auch beinahe Meister geworden. Ne? Ja. Und da war die Prognose tatsächlich, die haben ja auch eine Devi Selke-Vergangenheit. Ja, Devi Selke, alles klar, der macht also gegen Köln 2 Tore, gegen HSV 2 Tore, dann wird er für die Nationalmannschaft gehandelt, dann verletzt er sich bis zum Start der Rückrunde, macht das gleiche Thema nochmal und verletzt sich nochmal. Ja, könnte passieren. Ja, ist auch nicht so richtig abwegig. Ich musste auch in dem Moment habe ich auch so gedacht, der HSV erst gegen Köln, dann gegen Hertha. Ja, ist kein völlig unrealistisches Szenario. Ja. Jeder Verein hat mal ein schlechtes Jahrhundert. Ich hoffe, das ist nicht der erste FC Köln, ja. Gut. Ich glaube, dann wären wir jetzt nach 2 Stunden und knapp 40 Minuten fertig. Hervorragend. Super. Genau. Die Saisonwetten der anderen, die reichen wir euch dann noch nach oder tun sie einfach dann in die nächste Folge rein und dann hört ihr uns zeitnah nach dem HSV-Spiel, ne? Nach dem Sieg gegen den HSV. Nach dem Sieg gegen den HSV, genau. Ja. Gut, dann, ja, schön war's. Hat Spaß gemacht. Ja. Eben so. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, wir freuen uns mit allen Zuhörenden draußen an den Endgeräten auf eine tolle Saison. Eine hoffentlich am Ende erfolgreiche Saison für den 1. FC Köln, aber auf ganz viele tolle Aufnahmen für euch, für uns. Wir machen das ja auch ein bisschen für uns, nicht nur für euch, aber auch natürlich für euch. Und bis dahin,
gut wiese Größe. Macht genau. Idiot. Und wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, geht auf www.trotzdemhier.de und dann könnt ihr uns auf Steady unterstützen. Freuen wir uns. Und die größte Unterstützung, ihr könnt einfach Marco ganz viele Biere auf der Südtribüne gegen den HSV ausgeben. Und Dennis und mir dann, wenn wir uns in Sandhausen treffen. So sieht's aus. Und was ist mit mir? Ja, du musst doch erstmal Karten für Münster. Genau. Das können wir denn in Münster machen. Dann könnt ihr ja. Sehr gut. In diesem Sinne. Mach's gut. Idiot. Bis nächste Woche. Tschö.